Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Muammar al-Gaddafi. Willkommen bei der Nationalratsversammlung der Podcast-Regierung. Neben mir sitzt der stets geschniegelte Jüngling Alexander Kurz. Grüß Gott. Und ich bin der Ewig Zweite, der Heinz-Clemens-Strache der Podcast-Welt. So, waren wir wieder soweit. Waren wir wieder soweit, zwei Wochen sind wieder Oma. Um. Es Worten hat sich wahrscheinlich nicht ausgezollt. Na, glaube ich auch nicht, aber. Ich habe gesehen, wir haben 40 Downloads auf die zweite Episode sogar gehabt. Wow, davon war sicher 10 Mal ich. Nein, glaube ich nicht. Na, ja, ich habe sie sogar das Mal einmal richtig runtergeladen. Wow, also. dann haben wir wirklich 38 Menschen, die sich das wirklich anhören. Oder 20 Menschen, ja, die mein, sich das zweimal angehört haben. Ich mein, man sieht nicht, wo die Leute ausgestiegen sind. Das ist die nächste Frage. Ja, das ich glaube, Gleich einmal noch ein Intro meistens. Wahrscheinlich, ja. ja das ähm, Intro klingt cool und alles was kommt, ist es danach ging bis. Ja, ja, das ist langweilig. Das weiß immer auch noch. Nein, ähm, würde ich auch nicht empfehlen. Nein, ich, ich glaube, wir fangen gleich an, wo wir ziemlich das letzte Mal aufgehört haben. Ähm, mit deiner htc wife nachbesprechung Ja. Äh, einen schönen langen Samstagabend gehabt bis in die frühen Morgenstunden und äh, bekannter hat man dann ja, sei Spielesammlung, Vor Früher war das eigentlich merkwürdig, gell? Hat man ein Mädchen jemals gefragt, darf ich dir die Spielesammlung zeigen? Nein, das ist. Oder, na, man hat immer gesagt, Filmsammlung oder. Warum hat er dir als Mädchen angesehen nein, nein, ist mir <laughs> leider <gleich> gerade so. <laughs> Was ist, ist mir leider so. Nein, es ist sehr bemerkenswert. Also, ähm, die Präzision der HTC Vive, der, der Controller, der Erkennung im Raum, also, wow. Äh, für meinen Geschmack ist die ganze Sache einfach immer noch zu teuer, weil es ist ja mit dem mit VR-Headset alleine nicht getan. Na. Es war recht, wenn aber potente Grafikkarten drin waren und die kosten momentan knapp um die 1000 Euro. Ja, brauchst schon 1080, 1080. DI am besten? Die war nicht schlecht, ja. Ich meine, es wäre der AMD. Äh Vega 4, 65 wird es auch tun. Ja, kostet aber, glaube ich, dementsprechend. Ja, dafür spart man sich noch einen in Heizradiator im Büro. Das hat auch Vorteile, ja. Das hat auch Vorteile. Ähm, äh, ja, es ist wow. Also, man kann nicht sagen, angefangen habe ich mit ähm, Project Cars. Äh, ein <laughs> sehr grandioses Rennspiel. Ja. Yeah sehr auf Realismus getrimmt, also ich sags es so am, am PC auch regelmäßig, früher noch mit Lenkradl, aber das war mir dann zu anstrengend irgendwann, <laughs> jetzt nur noch mit Gamepad, aber Project Cars, es wirkt also man kriegt schon uh, man hat schon so, so eine Art mittendrin gefühlt beim, beim 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 Autofahren. Das ja, ist schon wirklich also, grandios. Da glaube ich, ist ja derzeit das Genre, wo diese VR-Brillen wirklich punkten können, weil du im Auto sitzt, du schaust links und rechts, hast den Controller in der Hand und es wirkt halt einfach super. Lustig bei der ja. mit der HTC Vive, man kann auch aufstehen und schaut dann übers Auto doch drüber aus. <laughs> also der Vorteil. Das war dann ein bisschen merkwürdig, aber ja. Ja, wenn du ein Sonnendach hast, hm. Hm. warum nicht? Warum nicht? Ja. Äh, man draht sich, man dreht Kopf, äh, man hat kompletten Überblick über das Cockpit, die Cockpits sind super gemacht, man kann sich hinter dran Kofferraum, ja. die Verstrebungen anschauen, alles was so in die, im Auto verbaut Voll im ist. Außenspiegel also. sieht man sich auch nachher, oder? Außenspiegel man... sieht man auch, also ja, ähm, ja es, ist, es, ist, es ist schon nicht schlecht, ähm, es war aber beileibe nicht das beste Spiel, also da, da hat es nachher noch ein paar andere Kracher gegeben, äh, unter anderem so ein Star Wars Spiel. Also Lichtschwert-Simulation. Ja, okay, ja. Das war. Also es ist das ist nur so ein Hobbyprojekt. Ja. Also kein offizielles Star Wars-Spiel oder so, es ist nur ein Hobbyprojekt. Man nimmt das Lichtschwert ja. und kämpft dann gegen, uh, gegen so eine Angriffsdrohne, Und ja. wenn man die vier-, fünf Mal zerstört hat und uh, auch immer ausgewichen ist, dann kommt noch ein Sith Lord, gegen den man auch noch kämpfen kann. Okay, also okay. Es ist jetzt. 10 Minuten, dann ist die Sache wieder vorbei. Ja, Aber das ist so Technik-Demo eigentlich. Es ne? ist eigentlich so ein Tech-Demo. Ähm, man, man kann zwei verwenden. Okay. Ähm, geht auch, wenn man die Schwerter im Spiel kreuzt, vibrieren die Controller. Ah, okay. Äh, wenn man die Schwerter am Boden. Äh, also wenn die Schwerter am Boden ankommen, vibrieren ja. die Controller, also das, äh, es ist schon so ein richtig schönes Mittendringefühl. also es ist echt gut umgesetzt Und vor allem die Genauigkeit, wie gesagt, mit den Controller, man, man, man nimmt das Schwert ja. in die Hand, kann es sich bis K knapp vor Kopf halten, drehen, die Hand dreht man, das Schwert dreht sich mit, ohne Verzögerung, also wow. Ja, also es gibt definitiv... Äh, es gibt coole Anwendungen, Leih, es ist einfach nur so wenig einfach. aber ja. sagen, die Eintrittsbarrieren seien halt noch so extrem es. hoch. Ja, es ist also kann man zum nächsten beim nächsten es. Thema gehen wir eher auf ja. PC kaufen und Komponenten ein. Äh, ja. Was, was ein bisschen störend ist, also die, sie hat schon ja recht recht hohe Auflösung, die die ja. HTC Vive, aber das Fliegengitter sieht man halt. Das, das ist nicht wegzugehen. Ja. Es wirkt auch nicht alles sonderlich scharf, wie wenn man da auf einem ganz normalen Full-HD-Monitor spielt. Also man, ja, ja, man, man Es ist, Schriften, Schriften auf Wänden oder in Menüs sind verschwommen, also es, es fehlt ein bisschen Schärfe. Es ist, ja, du bräuchtest halt diese von 4K bis 8K, müsste drin sein. Müsste theoretisch und da zwischen 4 und 8K sein. Und das ist und halt das noch, ist, es ist utopisch im Moment. Es ist too much, Moment. ja. Also in 5, 6 Jahren... Wahrscheinlich gang und gäbe noch an. Ja, ja, das, das mit Sicherheit. Also aber jetzt einfach nur. Das einzige ist, Fliegengitter wird man voraussichtlich einfach so oder so mal nicht loswerden. Ah, also, das da geht es wirklich nur schlimm. darum, äh, die Pixel so klein wie möglich zu machen, dass ja. man das Gitter halt auch kleiner macht. Aber ja. Äh, dann gibt es noch ein, ein sehr, sehr witziges Spiel. Das hast Gorn. Das ist so ein um, Arenen, Arenenkampf, also so ja. quasi so ein Gladiatorenkampf. Ähm, in Comic-Grafik, die, die, die Gegner wirken alle ein bisschen wie so wie kaum ähm, ja, wie Kau Figuren. Also es ist es alles. Ähm, es ist auf, auf ja, es ist einfach nur eine Spaßpartie, eigentlich. Ja. Aber da kann man so richtig drauf loshacken. Es ist auch sehr blutig ja, ich ja ich gerade <laughs> man 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 nimmt also am Anfang ähm, geht man in die Arena kann sich die Waffen auswählen dann, <laughs> dann muss man den 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 Kaiser anschauen der oben äh, im, im Publikum sitzt und die Beide Hände in die Höhe reißen und dann geht das Gitter auf und dann kommen die Gegner haben auf die los. Okay. Man trennt Körperteile ab, Schädel, äh, Schlagschädel. Ein. Es ist schon, es ist nicht ohne Grund, glaube ich, ab 18. Ich glaube, ja, ich sehe es gerade. Es macht aber verdammt viel Spaß. Es ist verdammt präzise. Äh, es, ja, es, ist, es ist unglaublich ja. spaßig und das, das macht, spielt man eben nicht im Sitzen. Das ist kein das Spiel. Da steht man, da weicht man aus. Da ist noch das, wo die, die, die Raumerkennung von der HTC dann auch richtig punkten kann mit Hieben ausweichen und so weiter und so fort. Also wow. Also das ja, das ist also Sport, natürlich vielleicht sogar teilweise das Fitnessstudio, wenn man das Spiel spielt. So zwei Stunden am Tag, dann ist man eigentlich ja, müde. Ja, und du hast Motion schon ähm, Habe ich absolut. Kein Problem gehabt. Von der ersten Sekunde weg kein Problem mit irgendeiner Motion Sickness. Auch nicht im späteren Verlauf, wo ich zwei, drei Bier gedruckt gehabt habe. Ja gut, zwei, drei Bier tun ja nichts, aber ist bei mir einfach kein Motion Sickness aufgetreten. Auch nicht bei, es hat nachher noch so ein Spiel gegeben. Wie hat es ein Kassen. Ja, das ist so, so F also eine Mischung aus F-Zero, also aus einem alten F-Zero, yeah. äh, Thumper hat es ja, genau, okay. mit, mit Trends-Musik und, und man muss am richtigen Zeitpunkt die richtigen Knöpfe drucken. Es ist verdammt schnell. Eieiei, ei, ei, ich sehe das gerade da auf Bilder, das muss furchtbar sein in der VR-Brille. Äh, es, es ist wahrscheinlich das schönste Spiel überhaupt gewesen. Also, das Echt? ist quasi wie so ein. Ja, ein Traum. Also ein psychedelischer Traum kann man Wir sagen. Es schaut aus wie so ein LSD-Trieb. Ja, ja, es schaut so aus wie ein LSD-Trieb. Aber es, hat, es war so wunderschön ausgeschaut von den Beleuchtungseffekten, von den Lichteffekten. Und wie gesagt, es ist schnell. Es ist wie das seated spiel ja. aber Motion Stick keine Chance. Okay, also, wie oft kriegst du die Warnung, dass du aufpassen sollst auf epileptische Anfälle? Am Anfang vom Spiel. Achso, weil ich würde nur siebenmal einblenden bei <laughs> Sie. Ähm, oh, okay. Es ist immer so schwer zu beurteilen, weil ähm, ich kenne es von der Playstation VR, dieser Star Wars X-Wing-Fliegen, immer sehr gedacht, da wird man sicher richtig schlecht mhm. werden, aber es war gar nichts. Also das war das, das war das Lustige ich weiß nicht ob du da bei der Entwicklung auf gewisse Sachen einfach aufpassen musst und dann hast du es nicht ähm, es gibt da schon so Tricks mit dem die die, die Hersteller so arbeiten also ähm, Spiele wo, wo Motion Sickness ein größeres Problem werden könnte sind so, eine, so ein Ego Shooter zum Beispiel wo man wo sich das, das Männchen im Spiel bewegt ja. du aber eigentlich gerade stehst oder ja, sowas. Ja, das ist okay. habe ich auch nicht gehabt ich okay. habe ähm, Talos Principle gespielt, das ja. ist ähm, vielleicht bekannt, es ist, es ist ein Rätselspiel, man, man löst ein paar Rätsel, Schalterrätsel, ah, Lichträtsel, ja. also es ist eins, wirklich ein sehr grandioses Spiel, ich habe es ich hab's am PC schon durch, die Erweiterung habe ich auch angefangen, also es ist ein sehr schönes Spiel, ähm, man steuert die Figur mit dem, mit dem Controller, also der hat mhm. eine Touch-Over-Fläche und, und geht. Und na, auch da habe ich keine Probleme gehabt. Also die Spielfigur hat sich bewegt, ich bin im Raum gestanden, habe hab links, rechts, oben, unten geschaut. Also mir ist da auch nicht schlecht worden oder schwindelig. Das Einzige, ähm, einmal hat es mir aber kurz, vielleicht kurz ein bisschen geflasht, ähm, weil, ich mit dem, weil ich mit der Spielfigur so schnell, richtig schnell gelaufen bin und dann eine a, a, a Treppe hoch. Ja. Und das war so eine kurze Achterbahnfahrt, hat sich das dann kurz angefühlt, so wow. Ja, das ist das ähm, ist richtig, also das ist im VR wirklich teilweise richtig grausig, wenn du so an so einem, zum Beispiel, wenn du mit einem Auto, mit einem Skateboard fährst und du hast so einen Sprung drin, ja. weil du merkst richtig, wie das in den Morgen ja, also da, da, das, Und obwohl das, du gar nichts machst, das ist also, grandios, da, da, da spürt das Hirn ja. dann schon. Wow. Ah, also das ist so eine Streicher, ja, also, also das ist das ist aber echt grausig, also wenn das, ja. wenn das jetzt in zehn Minuten sieben Mal so sowas nachher. Aber das so. war bei Talos Principle einmal, dann habe ich es ja. versucht zu wiederholen und dann hat man hier einen geschalteten Kopf. Ah, ja, genau. Geht nicht. Der bewegt sich ja eigentlich in Wirklichkeit ja gar nicht. Nein, ja, ich man, das ist äh, das ist ja das, ich war mal gespannt, ob du das wirklich alles gewohnt wärst, wenn du das regelmäßig nutzt einfach, ob da dein Hirn dann irgendwann sagt, okay, passt. Hm. Ich weiß jetzt, dass das nicht echt ist. Äh, Bekannter von mir sagt ähm, eher nicht. Also okay. er hat schon ein paar Leute äh, gehabt, die es auch probiert haben. Die haben noch zehn Minuten schon Probleme gehabt und die haben sich auch nicht wirklich dran gewöhnen können. Okay. Also, dann ist halt so, dann muss man auf eine bessere Technik warten, weil die Motion Sickness ist ja nicht nur abhängig vom Spiel, sondern auch von der von der Bildwiederholrate, von der von der Reaktionsfreudigkeit des Bildes, das ist ja, ja, und da so weiter und so fort. Äh, da ist noch Luft nach oben, wobei ich sagen muss, bei der HTC Vive, ja, das, es läuft eigentlich. Es läuft eigentlich ganz gut. Ja, ich glaube, HTC hat sich ja, für die Handys haben sie sich ja so weit zurückgezogen, dass sie sagen, sie sind jetzt voll auf den VR-AR-Zug aufgesprungen. Ja, das ist gut, dass die keine Handys mehr bauen. Weil ja. Ja. Eh Android -Handys ich habe nur Android-Handys gemacht. Das ja. wissen was das bedeutet. Ja, ich, mein, ich glaube, es war das <laughs> erste Desire habe ich damals gar nicht schlecht gefunden. Das habe ich gehabt, ja, es war ein schönes Handy damals. Also war, also sie haben ja schöne Handys gebaut. Ja, ähm, sie haben super, sie haben ja. super Hardware gebaut, ja. nur es hat mit dem Desire damals schon angefangen, sie haben damals ähm, <laughs> die, 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 die eigene Oberflächen übers Android drüber gestülpt. Und ja, das ist generell das. Also ist richtig ist flottes das HTC-Desire war dann schon auch langsam, weil die ja. komplette UI so, so ressourcenfressend war. Das war halt das Problem. Ja, das ist generell bei ein das Herstellerproblem. Jeder muss sein eigenes Süppchen kochen und ja. die Suppe ist meistens sehr salzig. Ja. Ähm, zurück zur, zur HTC Vive. Mhm. Ähm, dann haben wir hab ich noch ans äh, quasi so a, ja, wie nennt man das äh, ja äh, ein Shooter. Eigentlich wo man sich über die großartigen der Welt also man ja. bewegt sich in einem kleinen Areal und man muss attacken abwehren. Ja. Ähm, irgendwas mit Island äh, Shiny. Sonne. Dead Island. Nein, Dead Island, was it. Ach, äh, Zombie-Shooter. Ah, Tommy Shooter. ah ähm, äh, irgendwas mit Sunshine, California Sunshine oder so. Sozusagen. Okay. Äh, das ist, auch richtig, richtig cool. Man, man, man hat da ein paar Kisten, da ist Munition drauf, ähm, Waffen drauf, dann ist ein Grill, wo man, wenn man nochmal angegriffen wird, dann kann man einen Burger essen, dann wird die Energie wieder aufgeladen. <laughs> okay. Und man muss da quasi Zombiehorden abwehren in Stufen, das steigert sich noch an immer okay. mehr, immer mehr, immer mehr. Und. Ja, das hat auch sehr Spaß gemacht. Man nimmt die Waffe, muss nachher, nimmt mit der anderen Hand das Magazin, dann muss man ja. nochmal das Magazin reinstecken. Das macht man eigentlich alles mit seiner, ja, mit Board Controller. aber ja. man sieht halt im Spiel äh, Waffe und Magazin. Äh, wenn man nachladen will, nachher muss man mit der Hand zum Gürtel vor, fahren, weil am Gürtel sind noch die anderen okay. Magazine dran, zack, dann wartet man kurz und dann ist nachgeladen und dann kann man wieder drauf losschießen. Und was mir da halt äh, sehr gefallen hat, also da wieder die Präzision vom, vom Schießen. Also, äh, ich, ich habe es selber auch schon geschossen, Bundesheer halt, also da war ich auch auf dem ähm, Also von, von der Genauigkeit war das mit der äh, HTC Vive eigentlich dem nimmer viel hinten aus. Also, A zielen über Kimme und Korn, also yeah. mit A Auge geschlossen und dann über Kimme und Korn zielen, hat super funktioniert. Das, das, also da muss man schon sagen: Präzision ist, ist, ist schon grandios. Wo man das noch so gesehen hat, das ist eine Tech-Demo von NVIDIA. Das ist äh, quasi so ein NVIDIA, Nvidia Circus oder sowas. Okay. Das ist, äh, man ist quasi in so einem Themenpark und, und hat halt so, so eine Spielchen mit Pfeilen auf Ballons schießen, yeah. ähm, mit, mit, Hammer, äh, also mit einem Hammer auf die Figuren schlagen, die wir ah, auf dem yeah. Boden auserkämen, so tak, 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 tak. Yeah. Ähm, da war es auch so: ähm, linke Hand der Bogen, rechte Hand greift nun rüber, nimmt beim Pfeil, spannt einen Bogen, zieht die Hand zurück, also ja. wie man es wirklich macht beim Bogenschießen und dann zielt man auf die Ballons und platzen. Also, das und das sind so 8-9 Minispiele. Also, ich glaube, die ganze Sache ist nachher noch 10 Minuten wieder vorbei. Äh, nein, 10 Minuten, glaube ich, war es gerade, eine halbe Stunde circa, ja. Okay, ja. Yeah. Aber da ist man halt danach auch, das ist, es flasht einen schon richtig her. Das, das, ja, das, ja ich, da, da haben mir nachher eigentlich die Worte gefragt. Also da, der Bekannte, der, der hat mich eh schon lang oder lang auf mich eingereicht. Jetzt gehen wir mal, jetzt gehen wir mal, gehen wir mal. Ich habe das immer so ein bisschen abgetan. Ja, jetzt will er leid pausen. <laughs> ja, ist, ist halt so. Ja. Also ich ich, ich habe früher die Oculus Rift gekannt, also noch die uralte Def 1 Version ja. und ich habe damals ja Half-Life drauf gespielt und so, eine es hat, ich weiß eh, wie, wie cool es ist, aber, aber dass die HTC Vive noch eigentlich noch einmal ein Stück drauflegt. Also von der Präzision, von der Performance, ja, ist is nicht schlecht. Ja, nein, also HTC Vive, ich meine, ich hab's noch nie ausprobiert. Ähm, ich kenne die Oculus Rift und die PlayStation VR, ähm, Ich kenne Google Daydream. Hm. Ähm, ja, also was ich bis jetzt gleich so gelesen habe und jetzt auch von dir gehört habe, soll die HTC Vive halt wirklich so von der Genauigkeit her, das, das, der Maßstab eigentlich im ist. Moment. Ein, also, ich glaube, es ist der Maßstab. Ja. Also, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Oculus Rift in der jetzigen Ausstattung ist, das mit den Controllern und so weiter. Äh, es wird, funktioniert sich auch ähm, bei der PlayStation, was es nicht, die habe ich noch nie verwendet. Äh, also, sagen wir so, bei der PlayStation ist das. Ähm, für den Preis, was du als Gesamtpaket kriegst, ist es, ist es, ist es super. Ja. Also das muss man sagen. Ähm, das ist nicht das Man Fall. hat halt da, aber nachher schon technisch ein paar Einbußen. Ich glaube, die Bildwiederholraten ist nicht mehr so oder haben die Freunde mit 90 Hertz. Na, ich ich habe keine Nein. Ahnung. Es hat nicht. die Playstation, glaube ich, gar nicht von der Hardware Es hat mich nie gestört, also bei der Playstation. Es ist nicht so, dass du es merkst. Also es ist. Ähm, aber natürlich, es ist kein High-End-PC ja. dahinter, das wie bei der HTC Vive. Das, ist ein, das merkst du natürlich, das kann, hat Einschränkungen. Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Oculus, mit der Erkennung so im Raum ist oder mit der PlayStation, aber das ist halt bei der HTC Vive eigentlich ein cooles Ding, weil man hat zwar so eine Art Lautsprecher, ja. den man im Raum aufstellt, gegenüberliegend. Ja. Und dann hat man quasi auch so 3x3 oder 5x5 Meter großes Areal, wo man sich eigentlich relativ oder wo man sich frei bewegen kann. Ähm, wird einem Spiel eingeblendet, ja. wenn man das Areal verlässt, ist quasi wie so ein Holodeck, so, so eine Art Wand da ja. und man, man sieht, okay, jetzt muss, sollte man eigentlich wieder ein bisschen in die Mitte ja. gehen. Äh, es erkennt, wenn man sich bückt, äh, jede Position, die du annimmst, erkennt das. Ja. Also, ja, es, es, es macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, na, okay, das ähm, wäre mal nachholen müssen. Ja, also ich würde es auf alle Fälle mal empfehlen. Also jeden mal. Äh, es gibt sicher ein paar Leute, die Roller haben und ich glaube, jeder zahlt gerne her, äh, wie cool es ist. Also, vielleicht kennt, kennt man ja jemanden und noch so, so Sag mal, hey, zeig mal. Ja, sonst, die Beispiel in Wien gibt es ja so ein Lokal, das nennt sich Frei. Mhm. Da kannst du so VR das, das kann ich konsumieren, halt, da du zahlst halt keine Ahnung die Stunde oder irgendwas. Ah, ja. Ja. Da kannst du halt dann zum Beispiel Auto fahren gegeneinander, weil halt zwar mm. so eine Ding sein oder so eine Geschichte machen. Ja, eh. Das ist, ja, also es ist sicher cool. Also, wenn man die Gelegenheit hat, sollte man das noch unbedingt einmal ausprobieren. Also, wo haben wir die teilweise sein? und wenn es 50er Stunde sind oder ist, so, was, ist es eh nicht, das es, ist ist nicht. Ist, es ist schon ein Erlebnis. Ja. Also, die Technik ist natürlich. Ist wird noch besser werden alles zusammen die Auflösung ja. und so weiter aber es ist momentan ist es schon richtig richtig spaßig wo man halt jetzt beim Problem ist nämlich ähm, die Verbreitung ist halt das Problem es HTC Vive ist glaube ich die die hat sich ist äh, äh, von ver Verkaufszahlen her an dritter Stelle schon ja. verkauft hat sich die PlayStation VR ja weil eben der Preis weil der Preis halt schon ah. ein Hammer ist, äh, die Oculus Rift hat sich auch noch einmal glaube Deutlich besser, also verkauft sich auch deutlich besser als die Vive, ist auch eigentlich ja. günstiger. Und man merkt es halt bei den Spielen: es, es gibt halt ein paar, ja, es, es gibt eigentlich keine für VR ausgelegten AA-Titel, also Triple-A-Titel. Also es sind meistens ja. eine Umsetzungen von bekannten Spielen. Um, Skyrim gibt es in VR, Fallout gibt es jetzt in VR. Ich glaube Resident Evil ist das einzige Spiel, was auf VR wirklich konzipiert worden ist. Also das weiß ich nicht, am PC gibt es noch keine vr -Version. Also es gibt es auf der Playstation und, erst, ich, ja, also. und da ist es wirklich, ähm, das kostet dann nach wie vor glaube ich noch 60 Euro oder 65, ja. also da ist der Preis nicht runtergegangen. Das ist halt das Spiel, das will ich in VR nicht spielen. Ja, ich weiß nicht, ich habe es leider ähm, hab zugeschaut und mir war das einfach, das war leider die Demo und ich wollte das Headset nicht aussetzen, weil ich mir gedacht habe, na danke, nein. das brauche ich nicht. Also äh, wir haben auch mal so ein Spielabend gehabt, ja. ähm, da haben wir Resident Evil fast in, ein Stück durchgespielt. Ja. Äh, ich bin da aber zu sehr Hosenscheiß. Äh, äh, ich ich lasse mich halt leicht erschrecken. Ja. Jetzt, äh, bei mir ist das. Äh, wenn jetzt, wenn ich jetzt noch zehn Jahre oder zwölf Jahre noch, das Half-Life 2-Spiel, äh, wo man in Raven, Raven Down ist oder keine Ahnung, yeah. wo die ganzen Zombies laufen. Mir reißt es jetzt mal, jetzt noch, nach 12, 13, 14 Jahre wenn da Zombie auftaucht und ich hab das Spiel schon 10 Mal gespielt. Ja, ja, das ist, äh, äh, ich, ich bin auch Ich bin da ein bisschen Hosenscheißer. Ähm, deswegen Resident Evil war ohne Feuer schon verdammt gruselig. Ja, ja, nein, ich, <laughs> ich hab das habe ich auch ausgelassen. Ähm. Und man merkt es halt bei den Spielen. Es, 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 es gibt viele kleine Games. Also es gibt so 5-6 Euro-Spiele oder mal ein Spiel um 10-15 Euro. Also von kleinen Entwickler-Teams, ein, zwei, äh, ein, zwei Männer, äh, ja. halt ein, zwei Mann-Buden, äh, die sowas bauen. Ja, gut. Ich, ich verstehe jetzt auch, man will eigentlich so also, Skyrim nicht andauernd in VR spielen, ich glaube, das ist noch auf Dauer auch ein bisschen anstrengend. Also, ich, ich sage eh, nach noch, noch einer Stunde habe ich einmal wirklich wieder mal eine Pause gebraucht. Also ja, das brauchst du auch. Das, ähm, das geht, glaube ich, nicht anders. Also, du kannst nicht durchgehend die Brille aussetzen das ja. äh, was du gerade aufgemacht hast das Rick Rick and Morty, Morty. Virtual Reality yeah. habe ich leider nicht gespielt aber soll ja eines der bestverkauften Spiele bisher sein ja Rick and Morty verkauft <laughs> sich schon ja, aber es gibt ja sogar das wo du das ähm, wo du das Leben das ganz normale Leben von den Typ spielen kannst das was einmal in das in der, ah, in der, wo, der wo der Morty quasi das, den, 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 den Teppichhändler, der, der, Teppichhändler spielt, oh. der was der was so ein extrem schwieriges Leben hat und ähm, ja also das soll es gibt's ja glaube ich auch als Spiel äh. Tipp, schaut euch Rick and Morty an. Ja. Unbedingt. Ähm, Netflix, auf Netflix gibt es jetzt, jetzt alle drei Staffeln. Netflix gibt es jetzt ja. alle ah, drei Staffeln in deutscher Synchro, die echt ah, nicht so schlecht ist, aber die englische ist, ja, ist, die ist grandios. Die Serie ist Dermaßen absurd, ähm, es ist halt schon, dass da pro Jahr, glaube ich, 12-13 Folgen außerfallen. Aber ja, ich glaube, äh, wie lange hast du auf Staffel 3? Das hat ja fast zwei Jahre gedauert. Ich glaub, hat zwar zwei, zwei Jahre, hat fast ich gedauert, glaub, bei ja. Staffel 4 kann du wieder zwei Jahre ja. sein, mit Sicherheit. Aber es ist auch eine der grandiosesten Serien. Es ist eine Mischung aus Futurama meets Family Guy meets American Dad, meets ja, und die alten Simpsons-Folgen. Alte das Simpsons, ist, ja, also ist, es ist alles drin, ne? einfach nur absurd. Also, das ist ja. Es ist Hast du das gespielt oder gibt es das für die PlayStation? Nein, schon, ich habe es nicht gespielt. Ah, um, okay. äh, ja, ich schon gesagt, ich schon Wir verlinken es. Äh, es ist allein das Demo-Video zu, zu Rick and Morty Virtual Reality schon grandios. Also, ja, ja, das also, ist. Also, ich glaube, das ein Bekannten bei Steam schenken und nachher lade ich mich wieder mal ein <laughs> und werde <wär's lacht> spielen. Ja, es ist, ich mein, es ist etwas. okay, ja, ist noch, hat dann ganz einen guten Preis. Hat einen guten Preis, ja, aber. Ja, du zahlst das Franchise mit. Ja, aber ich glaube, das, das, ja, ich ja, glaub, da das der Spaß entschädigt doch für alles, glaube ich. Ja, das... Ähm, nein, Rick and Morty, aber wie schon gesagt, die Sendung allein ist schon super. Also hat man viele schöne Stunden beschert. Ja. Wo ihr Herz auf dem bin. <laughs> <laughs> äh, man merkt eben, wie gesagt, bei den Spielen, es gibt jetzt ein paar Studios, die eben die, die Umsetzungen in... Also, <laughs> Äh, existierende Spiele jetzt für VR umsetzen. Dazu gehört eben das erwähnte ähm, The Talos principle ja. Ist von Crow Team. Crow Team, die haben ja unter anderem auch Serious Sam gemacht. Ja. Von Serious Sam gibt <laughs> es mittlerweile auch VR-Umsetzungen. Genau, ja. Äh, also das sind halt noch ein, ja, so eine richtigen Shooter in VR. Sollen wirklich auch Spaß machen. Habe ich aber leider ich nicht mein, probiert. Was, was ich noch schaut, finde, dass noch nicht ähm, ein paar Studios sich drüber getraut haben, jetzt quasi so wirklich schnelle Strategiespiele zu machen. Wo sagst aber die 20 Minuten in VR. in VR. Ja, ich bin sowieso ganz ein schlechter Steuerer. Aber, aber das, das wäre eigentlich perfekt, weil so 20 Minuten Wo? kannst du die Brille auflassen. Ja. Und, und steuern muss mit der Vive als Beispiel super funktionieren. Ja. Weil du kannst halt wirklich große Schlachtfelder machen mhm. und könntest eigentlich wirklich ganz, ganz spannende Geschichten damit machen. also Ich glaube, also, es wird sicher auch kommen. Also, also was ich mir wünschen darf, dass ein ähm, Blizzard. Warcraft 4 <laughs> in VR-Came. Also das wäre das wär Wahnsinn. Ja, mir wird Age of Empires 2 schon reichen. In mm. VR, äh, ja, das ist zu pixelig. Es gibt ja mittlerweile auch 4K-Remake. Also ja, aber gibt das jetzt ist also. nur, ob jetzt pixelig in 4K oder pixelig in <laughs> 0,3K. Ja. Äh, ja, ist natürlich klar. Ja, aber für, äh, wer weiß. Also es wird jetzt eigentlich, es wird wahrscheinlich immer mehr kämpfen. Es ist halt der Markt, ist eigentlich noch zu zu klaren für, für, für yeah, große. Leider, also das in ist ähm, Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt Activision Blizzard für VR was entwickelt, weil mhm. da kämpft... Also vom letzten Doom ähm, gibt es eben auch VR-Version, die soll auch sehr spaßig sein, sich gut anfühlen. Äh, ja, ich bin gespannt. Also so richtig, also so richtig großes Rollenspiel wie Skyrim oder Fallout, oder so in die Richtung habe ich leider nicht probiert, aber wie gesagt. Da geht eh maximal eine Stunde und, und dann muss man nochmal eine ordentliche Pause einlegen. Äh, wenn man bedenkt, dass Skyrim, Fallout 4 sowas gerne mal 100 Stunden Spielzeit verschlingen, dann kann man sich denken, wie lange man nachher dem VR eigentlich dabei ja, ist. Ja, ist, ähm, das das, 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 ich glaube, da sind wir nur weit entfernt. Deshalb denke ich mal eben gerade so ein Strategiespiel, 20 Minuten, Apathie, ja. dann hast du genug. Und darauf sind eben die ganzen, ja. ähm, die hauptsächlich die Spiele ausgelegt, die, die es jetzt zu kaufen gibt, das sind eigentlich kurze Spiele wo man kurze Sessions macht und dann macht man halt wieder Pause. Wobei ich sagen muss, ähm, von der Bequemlichkeit her, man spürt die HTC Vive kaum. Also sie ist, sie ist schon, hat schon ein ordentliches Gewicht, aber wenn, beim Spielen merkt man es kaum. Also es, es es kommt, fühlt sich fein an. Es ist ja immer, ich sage also, es ist ein paar, so, wenn du Headsets aufhast oder sowas, ähm, ist ja immer, es kommt ja auch immer darauf an, wie das Gewicht verteilt ist. Es ist ja. Also, wenn es zu leicht ist, ist ja fast schon auch nicht angenehm, mhm. weil dann denkst du, da schaust du auch nach, ob dein Headset noch da ist oder ob es schon weggeflogen ist. Nee. Also, das ist, ähm, das ist ja auch die Geschichte. Ich, mein, ich habe jetzt was Passendes dazu ausgesucht, weil immer gedacht wenn du schon das da dabei hast, ähm, Intel hat ja jetzt ein. Äh, Brille raus oder im prototypen glaube ich, die schaut ziemlich normal aus, projiziert aber die Sachen direkt auf der Iris drauf. Ja. Yeah. Also das heißt, das ist alles custom-made von Intel. Und das ist wirklich, also wir verlinken das Video eh wieder, sollte man sich einmal anschauen, weil das ist dann quasi AR mit einer normalen Brille. Also das mhm. heißt, du nicht aus wie ein kompletter Depp, Sagen wir <laughs> simpel. Weil das ist einfach, ähm, wenn du wenn man sich Google Daydream anschaut, ja, das ist einfach, du schaust aus wie ein voll... Ja, das Bild der eines Menschen, der VR-Brille auf hat, eine große... Wirkt nicht sehr edel. Es also ist alles andere als edel, ja. Also da, da, da trifft der Satz noch nicht so, du bist die Krönung der Schöpfung oder Nein. sowas. Also da merkst du nachher, okay, ja. ähm, du schaust aus wie ein... Also no. auf das habe ich schon gewartet. Also da, dass man anfängt, das direkt auf die Netzhaut zu projizieren, das, 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 wir, das kennt man wirklich der geile heiße also Scheiße. Also ich, ich kann man das beim, beim beim Wandern durch eine Stadt, die man nicht kennt, genau. super vorstellen, dass Infos eingeblendet genau, werden? Genau, vor allem das war ja das, Es hat ja Google ähm, Google Glasses geben. Yeah. Du hast halt, das, man hat es halt sofort gemerkt. Du hast Google Glasses auf mm. und es es hat doch halt komisch. Ich meine, es Lustige ist ja wieder einmal, dass Google eigentlich was gebracht hat was total revolutionär war und eigentlich damals ausgelacht worden ist und jetzt ging es wieder. Ja. Also Google war einfach die paar Jahr zu früh dran mit der, mit der ähm, mit Google Glasses. Mhm. Also ja, wenn sie, das, das, wenn sie das drei, vier Jahre später rausgebracht hätten, wahrscheinlich war das ganz anders mhm. verlaufen, der ganze. Wahrscheinlich, ja. Also ich, ich bin gespannt, was mit, mit dem Intel-Ding aus dem Intel. Also momentan ist es ja wirklich nur ein, ein Prototyp. Ja, ich glaube, du kannst die, sogar, wenn du wirklich ein Entwickler bist, kannst du die anmelden, du kriegst sogar eine. Ich glaube, es ist so wie bei der Microsoft HoloLens oder sowas. so. ist es schon soweit. Ja, ja, du, wow. du, du, kannst, du kannst die wirklich, äh, was ich da gesehen habe, kannst die wirklich drauf bewerben und dann kriegst du eine, wenn, ah, deine, wow. wenn deine Applikation... Für das passt okay. Ja, wenn sie ja jetzt schon einmal Entwickler anwerben, dann ist es ja durchaus möglich, dass es vielleicht zumindest Intel wird es nicht selber bauen, aber dass Intel die ist, die sogar, ich, die ist sogar von Intel gebaut, ja. Das muss sogar aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Intel Brillen bauen wird, aber die, dass die das halt noch an, an ASUS, Acer und so weiter noch lizenzieren die Technik und die bauen. Ja, ich, ich vermute auch, dass. Ich Glaube, dass Apple, Google und dass die alle in so eine Richtung entwickeln werden. Also, das ist einfach das, was natürlich das Logische irgendwie geht. Ist. Ja das immer noch zu wenig weit. Ich will ja im Hirn einen Chip, im Hirn einen Chip haben und 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 na, äh, es ist schon, eine, ist schon eine coole Entwicklung. Also, das die AR-Brille, ja. ich meine, natürlich, das hat jetzt nicht die Leistung einer HTC Vive. Natürlich, das geht da gar nicht. Das also, geht gar nicht. Also, es ist ähm, ja jetzt auch nichts, was eine neue Welt in der Auge projiziert, ja. sondern es liegt ja quasi ein Layer über das. Genau, Asu. es liegt äh, eine Schicht drüber. Ich meine, die Frage ist es, wenn du es jetzt mit einem Smartphone koppelst natürlich, mhm. dann hättest du natürlich wieder Leistung. Ja, klar. Dann kann er wieder andere Dinge machen. Dann ist die Brille quasi nur noch äh, Ausgabegerät. Ist nur noch Ausgabegerät, ist wahrscheinlich ähm, dann spannender und was aus, ähm, kennst du diese Kopfhörer, die Musik über den Schädelknochen abgeben? Mhm, Knochenschall, ja. Ja, genau. Das war ja in Kombination mit so einer mhm. Geschichte nachher perfekt, weil dann hast du quasi eigentlich alles. Mhm. Und du brauchst nicht mehr Kopfhörer. Also, mhm. das schaut die keiner mehr komisch an, mhm. wenn du damit auf der Straße rum Ja, so schon kopfhörer ähm, wollte ich man eher mal ähm, gönnen, aber ich habe mir nachher so ein bisschen die, die, die Erfahrungsberichte dazu durchgelesen und die sind eher, ja. Ähm, Problem, die Akkuleistung ist relativ gering, wenn, wenn ja. man es äh, ähm, kabellos macht, weil, weil die, die, der Knochenschallkopfhörer ja Vibrationen erzeugt ja, ja. und die brauchen halt dann ordentlich Strom. Und ähm, die Lautstärke, das ist das Problem, es ist nicht sonderlich laut. Also okay. nee, ich habe es ich, ich hab's nie benutzt, ich mhm. habe es ähm, das erste Mal auf Kickstarter irgendwo gesehen. Mhm. Und dann, jetzt haben sie eh ein paar Panasonic, glaube ich, hat mhm. ein paar. Und es gibt auch ein paar China-Buden, die ja. das jetzt in, in relativ günstiger, glaube um 60, 70, 80 Euro verkaufen. Okay. Also die Panasonic, glaube ich, ist eh noch, glaube ich, noch ein bisschen zu die teureren Teile. Wahrscheinlich, ja. ja. Aber ja, in Kombination mit, einer, äh, mit so einer AR-Brille, why not? Äh, ja, also das wird dann spannend. Also vor allem, ich stelle es mal super vor, wenn du wirklich schon Brillenträger bist. Mhm. Sag ich, dann hast du ja eigentlich überhaupt keine Einstiegshürde, weil dann sage ich, ob ich jetzt eine Brille kaufe, die nichts kann oder ob ich gleich so eine Brille kaufe, kaufe ich gleich die Brille. Ja, also ich, ich kann mir für die Brille schon etliche Anwendungsszenarien vorstellen. Ich, wenn ich jetzt allein auf, auf, auf meinen Job denke in, in als Lager. Produktionsleiter, ähm, ich könnte mir auf der Brille den aktuell die aktuelle Logistiklisten einblenden ja. lassen, was ist zum Versenden, was nicht. Ähm, ich könnte äh, keine Ahnung, die Geräte mit RFID Chip. Chips taggen ja. und nachher einblenden lassen, äh, ja, auf ja, der doch. Brille und so weiter und so fort. Also da, da hätte ich Ideen ohne Ende. Also da, da ja, wenn das was wert, ein wow. Also schon schon für einen Job war das nachher gar nicht so schlecht. Also Nein, quasi die Infos immer gleich einblenden lassen. Du bist eher, natürlich, du hast halt auf der anderen Seite noah Reizüberflutung mehr, weil du wärst halt hm. wirklich, weil da kannst du quasi wirklich komplett zum Müllen nachher ja. auf der anderen Seite. Ja. Also ja. da würde es dann auch so machen wie am Smartphone, ja. eben Benachrichtigungen nur noch das Nötigste. Weil unter Android ist es so, dass jede geschissene App ja, ähm, jetzt schreit, da bitte spiel nochmal mit mir oder willst du nicht mal wieder das Programm einschalten und so weiter ja, und so ja, fort. Und da blockiere ich eigentlich alles ohne Ende. Also das, ähm, die Messenger, ja, die... Ja, da, kommst nicht, da kommst du nicht aus. Das ist, macht sonst keinen Sinn, einen Messenger zu installieren. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich die E-Mails auch nicht mehr ähm, bei IMAP-Push abrufen lasse, sondern äh, alle zwei Stunden. Weil. Das, weißt du, das Lustige ist mir. Ich muss, ich muss eigentlich ja. auf eine E-Mail nicht in fünf Minuten reagieren. Mir kommt vor, dieses IMAP, also dieses Auto-Push, ich habe das, glaube ich, auf eine halbe Stunde eingestellt oder 20 Minuten. Weiß ich nicht. Und irgendwie, mir kommt vor, es funktioniert nicht mehr so, wie das einmal funktioniert hat. So. Aber keine Ahnung, vielleicht ist es ja so Autopush, äh, Du brauchst eigentlich gar nichts einstellen, das tut das, sobald der e mail kommt, macht es ja. ja, eben, aber und das. muss ist... musst du eigentlich manuell überschreiben, dass es dann ah, okay. nur noch alle 30 Minuten abruft oder alle 60 ich Minuten. Bin, ich habe halt angefangen, generell mein Handy leimer auf Vibrieren zu stellen und dann kriege ich gewisse Sachen ja gar nicht mehr mhm. mit. Also weil ich habe mein Handy, glaube ich, in die seltensten Fälle noch auf, auf dass es einen Ton macht. Ich finde, der vibrieren ja noch schlimmer als ein Klingelton. Ja, das äh, ist, das ist, das, du kannst bei Apple das das noch mehr du kannst das Vibrationsmuster selber konfigurieren. Ja, das geht unter ja, eigentlich Dann habe ich A hab A ganz ich. Ein sanftes mhm. und wenn ich am PC bin, dann kriege ich es natürlich mit, weil dann kommt da auf der rechten Seite rein, dass jemand anruft das Beispiel ah, ja, ja. ähm, Das ist dann so ganz subtil, also nicht so mhm. aufdringlich wie es bei manchen anderen ja. ist. Aber es stimmt schon, also es stört teilweise das Vibrieren. Vor allem teilweise hat es mir sogar, wenn es auf einer falschen Unterlage liegt, dann ist es so laut, dass die das richtige richtig Schreck. Ist der, der nächste, boah, was war denn das jetzt wieder? Äh, schlagen wir von VR eine Brücke zu PC kaufen, weil ja. für VR braucht man satte Bauer. Leider, ja. Und momentan sollte man kein Nein-PC kaufen. Vor allem. Nicht, wenn man sich den selber zusammenbaut aus Einzelkomponenten, weil die, ja es gilt noch auch für die fertig konfigurierten. Momentan sind die Preise bei allem eigentlich recht hoch. Ja, du hast ich meine, Grafikkarten, hast derzeit auch das Problem dieser dieser Kryptowährungs-Mining-Boom. Ja. Grafikkarten sind sauteuer. teuer selbst gebraucht, du kannst sie eigentlich nicht kaufen, weil du weißt nicht, wie lange der Typ oder die Dame vorher mit der Karte gemeint hat ja. und da voll lost. Und da voll lost, wenn also, der mal eine halbe Stunde durchgelaufen ist, auf voll lost, dann kannst du da denken, die, die, ist, die ist tot, die, die Karte, der ist fertig. Also ähm, PC-Hardware nutzt sich auch ab, ist halt so. Ja, ja, die, äh, vor, allem, wenn die vor allem die... die Lüfter, äh, gut, ja. die lassen sich in, in günstigsten Fällen vielleicht noch tauschen, aber äh, Grafikkarten, die, äh, keine Ahnung, ein halbes Jahr unter Volllast gelaufen ist, das heißt, durch die Karten laufen andauernd 160 Watt, 180 ja, ja, Watt, ist, 200 Watt Strom. Das ist... Ähm, äh, oder Leistung mit Vor allem, es ist ja das... Ähm, wenn du bedenkst, dass das teilweise, die Laufzeit ja nicht auf 100%, die laufen ja eher auf 130%, ja. weil die alle nur übertaktet ja, werden. Eben. Natürlich, die holen das, das Maximum raus, was möglich ist, dann laufen die Karten ein halbes Jahr und du siehst das hier nicht, das kannst du ja gar nicht das überprüfen. Das kann man nicht prüfen, Das, das geht einfach nicht nein. und da bist du derzeit einfach immer der Trottel. Also, also bei den Grafikkartenpreisen ist es momentan, wie du gesagt hast, ja. die, die Miner kaufen alles zusammen, ja. was, was Hand und Füße hat, also grafikkartenmäßig. Ja, äh, ja. Dazu kommt noch, dass Nvidia bis die Preise diktieren kann, weil AMD momentan Core wirklich nennenswerte Konkurrenz ist. Die Vega-Karten sehen nicht schlecht, aber du kriegst sie ja gar nicht. Das ist ja das, die sind ja, ausverkauft. Die sind ja ausverkauft. Das ist es ja. Die, die, die AMD-Karten sind ja für die Meine noch interessanter, ja. weil die ja noch, die haben ja richtig, richtig fett Power. Ja. Das Problem bei den AMD-Karten ist es nur, dass es in die. Spiele die Bauer nicht um das ja, ja, genau. Aber im Mining, Aber Mining sind die Karten unschlagbar. Also, ähm, ich habe meine, ich habe meine alte, die äh, was habe ich vorne drin, die X390 äh, ja. 390 X äh, mit der habe ich auch mal ähm, eine Woche Ethereum gemeint. Ja. Uh, die hat ja, glaube ich, ja, einen ein, ein Mega-Hash-Wert von 28 oder 28 das Mega-Hashes. Und das ist nicht schlecht für Karten, äh. vor allem für Karten, die 4 oder 5 Jahre alt ist, Also, die Nein, ist, teilweise ist, als äh, ist teilweise flotter als eine Nidia 1070 oder 1080 teilweise das. Ähm, du, teilweise sind sogar alte Karten oft wirklich besser. Ja. Ähm, das, du musst gleich wissen, aber ja, es ist halt, ich meine, wenn du mittlerweile, weil die 1080er Ti werden auch fürs Mining gekauft mhm. und die Korten ist sauteuer. Da kostet auch nicht 1000 Euro so knapp. Ja. Mhm. Ähm, was halt mit dem ganzen Mining-Boom den Grafikkartenpreisen ist, wenn man eine alte Grafikkarten hat, kriegt man die für ein gutes Geld weg. Das stimmt jetzt, ja. Da ja. hast du jetzt einen Vorteil. Das also da kann man jetzt auch vier, fünf Jahre alte Radion einschmeißen. Die wird weggehen. Die ja. wird gut weggehen. Also, da, also ich schätze mal, mal 93x kriege ich sicher 150 Euro. Und ja, ja, das. Aber also ich werde derzeit können. keine gebrauchte Grafikkarte kaufen. Nein. Weil du, du kannst nicht einschätzen, was ist, was du kriegst. Also das kann kann Ein Glücksgriff sein, dass wirklich ja. einer damit gespielt hat oder was weiß ich was, aber es ist jetzt zu erwarten, dass sich das ein bisschen besser die nächsten Monate mit den Grafikkarten. Ähm, was momentan ein bisschen tragischer ist, das sind die Speicherpreise für den Arbeitsspeicher, der ist auch da ungezogen. Die ja. sind explodiert. Also vor ein paar Jahren habe ich noch ähm, 8 GB RAM um 40 Euro gekriegt. Ja. Jetzt kosten 8 GB RAM 100. 10, 120, ja. 130 Euro. Also da haben sich die Preise verdreifacht. Schuld sind die Smartphones, ja. weil die, die Speicherhersteller hauen, machen ihre Kapazitäten voll für Smartphone-Chips ja. und Speicher und erweitern ihre Kapazitäten nicht. Ja, warum? Warum sollten sie? Auch. Ja, ja, macht ja keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Also sie kennen jetzt halt fürs gleiche, äh, für das gleiche, gleiche Stück ähm, Silizium dreimal so viel verlangen wir noch vor, vor genau. zwei Jahren. Und bei den Prozessoren ist es auch so, momentan eher davon abzuwarten Prozessoren zu kaufen, solange die noch mit Spectre und Meltdown äh, verseucht sind. Ja. Solange die Bugs nicht repariert sind, würde man jetzt eigentlich korn ja, unsicheren Prozessor kaufen, das ist das ist eine andere Sache. ich meine du kannst es anziehen, du tun kannst, wenn du sagst du hast Zeit, du kannst so step by step die Sachen kaufen, Das also du ja. sagst ich kaufe jetzt einmal ein zukunftssicheres Motherboard, wenn es mhm. günstig ist. Und dann gehe ich halt so langsam. Das, das sind so die Sachen, die Matterboards äh. sind vergleichsweise günstig. Ja, und das ist, die, die, äh, das ist, ist so eine Sache, die hat mich eigentlich eh immer äh, doch ein bisschen verwundert, weil ein motherboard ist ja ein verdammt komplexes Teil äh, Elektronik. Ja, eigentlich schon, ja. Da ist schon ziemlich viel an, an Bornen, Leistung, äh, Leistungsschaltern, Widerständen und so weiter drauf. Und, und ja, die Matterboards, also ja. ich habe unendlich geschaut, also so, ein, so, ein, so ein recht gutes Motherboard für, für AMD Risen CPUs kriegt man so um die 100 Euro und da ist man schon auf ein, mit einem Gerät unterwegs, was, was so Features hat wie Übertaktungsmöglichkeiten. Ja, ja, da ähm, kriegst du schon ganz ähm, gutes Dual so. BIOS, also ja. wenn man, dass man zwischen BIOS-Versionen umschalten ja. kann und so weiter und so fort und dedizierte Soundchips drauf sind und so weiter. Also ja, die 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 Matterboards sind oder Mainboards sind vergleichsweise günstig zu haben noch. Gilt auch für Netzteile, ähm, 500, 600 Watt Netzteile. Man sollte schon von einem Markenhersteller was kaufen und ja, und, mit der, und mit einem Goldstandard am besten noch ja, und der effizient ja. ist, aber sind auch so 70, 80 Euro unterwegs, da macht man meistens auch keinen, keinen schlechten Preis. Nein, also gar nicht. Also vor allem, das wundert mir, die werden dann, wenn du 800 Watt brauchen solltest, die sind dann gar nicht mehr so arg vom Preis her. Ja, also das ist ja. Äh, wo, wo, wo Netzteile teuer sind, wenn man ein, äh, zum Beispiel ein Passives haben will, ohne Lüfter, wenn man ein Silent PC ja. bauen will, da sind halt noch ein harter Komponenten drin, die die Hitze erst ja. aushalten müssen, weil ohne ja. Lüfter viel Abwärme oder ja. Abwärme generell, aber ohne Lüfter die wärme nicht weg. Ja, ja, klar. Äh, das sind wieder teure Teile. Aber ein Gamer oder in einer Workstation, da rat dann sowieso Lüfter da voll, da Netz der Lüfter ja, vor allem da wenn, wenn du Ja, wenn du da wirklich einen Custom-PC baust, du kannst ja die Lüfter wirklich selber aussuchen. Du kaufst halt welche, die größer sein Ja, und man die... kauft eine mindestens 120, ja. 160 mm ja. Lüfter und mit einer Lüftersteuerung. Und äh, dann läuft es, es ja. Als also mein PC-Gehäuse zum Beispiel, das sind da eine Silent Lüfter drin. Ja. kostet halt der Lüfter mal 10 Euro, aber ja, ja, dann leise. Ähm, man kann ja immer nachher noch eine Dämmung einbauen, habe ja drinnen. Ja, aber mein PC ist nahezu unhörbar, bis auf die Grafikkarte, wenn sie mal. Ja, wenn sie. Unter jetzt, Prozessor, ja, aber gut. Wenn sie durchläuft, okay, nein, das ist halt dann so. Da käme nicht aus, aber nein, also ich würde derzeit, ähm, ich würde ja kein Fertig-PC oder ich würde mal kein Laptop im Moment, klar. Nein, also einfach weil nein. da ist mir derzeit zu viel. Na, da muss man ein bisschen warten. also Ich, ich schätze mal bis Mitte des Jahres, dann werden sich die Preise, also die, die, die äh, Preise für einen Arbeitsspeicher sind jetzt die letzten Wochen ein bisschen übergegangen. Ja. Ähm, vielleicht wird sich das ein bisschen wieder ja, bessern. Bei den CPUs, bei den Prozessoren müssen wir aufpassen. Das, oder darauf warten, dass AMD, also AMD, glaube ich, bringt eh demnächst nochmal eine, eine neue Version vom, von die Recents aus oder eine neue Rissens-Aus, yeah. ähm, wo sie die Lücken vielleicht schon ein bisschen gefixt haben. Der, bei Intel, der i i9, glaube ich, hat die Lücke eh nicht, aber das ist halt ein glaub, Hardcore der der, oder die letzte Generation. Was war das? Na, was war Skylake? Was weiß ich, das ist bei immer ja die Lake-Namen da. Ja, irgendwie, ich glaube, die letzte Generation ist jetzt gefixt. Oder ja, gibt's? aber in Software nur. Ja, ja, yes, natürlich, klar. Die Hardware wird schwer. Da, die CPU. Also da muss man eigentlich drauf warten, dass die CPUs die Lücke ja. eigentlich nicht mehr mitbringen. Weil haben wir ja haben wir eben besprochen, eine Software fix. Für Hardware ist immer ein Ist ja. ein Schatz und bei, bei den Intel-CPUs mit Leistungseinbußen verbunden. Ja. Und wenn man jetzt äh, wirklich rigoros Leistung haben will für Workstation oder für einen Gaming-PC... Ja dann sind 10% Leistungseinbruch dann schon wieder schlimm, weil das bedeutet, ein Spiel auf dem VR nicht mehr ganz so flüssig Klar. könnte und das ist halt ein bisschen Mistig, dann kauft man sich um 2000 Euro einen fetten PC und das Spiel geht trotzdem nicht. Ja, ja, das ist, ähm, ja, das, mit dem muss man leben, ich meine, äh, weil du gerade das angesprochen hast, nochmal zu der CPU-Lücke, ich werde jetzt einmal, ähm, dass wir dann auch die, die Wände kriegen, ich werde jetzt einmal mein ZD Axon 7 wieder eingeschalten. Mhm. Weil es bei mir eigentlich leider umliegt, liegt als Entwickler, Handy. Ähm, und das Ding ist das, ich bin jetzt bei mal gespannt, ob ihr Sicherheitsupdate für die für den Prozessor gekriegt habt. Mhm. Du glaube ich kannst du die Antwort denken. Hm. Nein. Genau, also ich habe keins gekriegt, weil ZDE, glaube ich, wartet bis sie Android 8 ausspielen und dann geht es an. Ich immer mein, wie wundert ich meine ZTE hast. Wird da Android 8 kommen für das? Ja, es ist angekündigt. Weil ich mein, es das heißt ja. bei ZTE nichts, das haben sie bei den Google Daydream Update auch gesagt. Mhm. Das ist dann quasi nur ein Jahr später, können man nicht einmal over die Air, sondern einfach zum selber drauf tun. Ja, das ist das ist halt leider das, das, das Problem. Also das so also keine Updates, keine Sicherheit in dem Fall. Nein, also vor allem das ist halt wirklich, weil man denkt, ja, denn Pro das Prozessor-Update war jetzt aber nicht ganz so verkehrt, das rauszubringen ja. eigentlich, weil... Weil, ja, man, es laufen mehrere Milliarden ähm, ja. Sicherheitslücken quasi durch die Gegend, weil man hat es ja teilweise schon demonstriert, äh, es reicht ja schon irgendeine App, um die Lücke auszunutzen und schon, ja, also es schon ist wird mit einem Smartphone, ja. Schindluder getrieben. Also das habe ich mal gedacht. Ähm, und da kam jetzt zur Sache, das war zum Beispiel, damit ich wieder in Lambert sein Name erwähnt, der Lambert hat sich ja jetzt, glaube ich, ähm, eben zuerst schon empfohlen, wenn er sich ein Handy kauft, soll, er sich jetzt Ciao Xiaomi Mi A1 kaufen. Okay. Ähm, er hat dann das zur Kenntnis genommen und hat es dann wieder vergessen und hat dann irgendwann einen ganzen Samstag investiert und dann hat dann irgendwann das bestellt. Ah, okay. Ähm, und das Lustige ist, ich, meine, ich bin jetzt echt gespannt, ich werde es auch noch nachreichen. Ich habe gesagt, wenn er das Handy hat, soll er es mir mal unbedingt sagen, weil ich bin echt gespannt drauf, weil es hat wirklich Stock-Android drauf. Mm, ist ein schönes Gerät. Äh, also es ist, ist, ist glaube ich, für Indien konzipiert worden ursprünglich. Mm. Ist auch, glaube ich, bei 200 irgendwas Euro. Also ist recht das preiswert gleich so, und, so du, vor, und ja. du kriegst zwei Jahr Updates von Google garantiert und mhm. Sicherheitsupdates glaube ich glaub, Sicherheitsupdates glaube ich sogar länger aber ja ich glaube, ich glaub, Sicherheitsupdates sind und extended die die, gehen länger ja die gehen länger und das ist natürlich wenn du denkst 200 Euro zwei Jahr Updates das ist dann nicht schlecht Sicherheitsupdates no länger mhm. das ist eigentlich voll okay. Ja, das ist das, ist die, das ist Android One, das ist ja. die Initiative von Google, wo sie jetzt ähm, da, Google jetzt keine Nexus Geräte mehr ja. baut, sondern hochpreisige Pixels, Pixelphones, ja. ähm, haben sie mit Android One was gestartet, wo sich Hersteller mit Google quasi zusammentun ja. und die Hersteller bauen ein Phone, Google legt dann, oder Google haut die Software drauf, der Hersteller vielleicht noch zwei, drei Apps, Kamera-App und so weiter und so fort und der Hersteller selber muss sich noch nicht mehr so viel großartig um, um die Updates kümmern. Äh, ja, das, ist, das, das ist war ja der Sinn von mit, Stock mit Android. Android ja. Also wenn ich Stock Android habe, hätte ich halt gerne das Update. Ich meine, das mhm. macht schon Sinn noch. Ja, was, was ich nicht weiß, kämen die Updates dann direkt von Google oder von Xiaomi? Das, das ist, das jetzt, nämlich nicht, das ist jetzt eine gute Frage. Ich meine, sie sollen anscheinend ziemlich zeitnah kommen. Ja. Also, sie sollen jetzt nicht länger brauchen. Also, es soll nicht lang dauern, bis sie kriegst. Ah, vielleicht läuft das noch. Also, das Pixel-Phone kriegt sicher als erstes das Update. Das ja. kann ich mir vorstellen, weil da wird Google schon drauf schauen, damit ja, du, ähm, das, klar. weil du zahlst ja dementsprechend Geld für das Pixelphone. Aber ich glaube, du kriegst beim Pixelphone ja so lange kriegst du auch nicht Updates. Ich glaube, drei Jahre. Ich glaube, Google gibt da drei Jahre lang Android-Updates. Das war es ja gar nicht. Bei den Nexus-Geräten damals waren es 18 Monate. Ja, das ist super lang, ja. Mhm. Ähm. Das, das hat mich damals sehr geärgert, als ich äh, Nexus 5 gekauft habe. Also das, ähm, Noch ein Jahr Nexus 5 gekauft habe und also quasi Das, das verstehe ich. die Aktualisierung von, vom Android dann gar nicht mehr gekriegt Also das verstehe ich einfach nicht. Also das ist, ähm, ich hätte eigentlich gern das Abkaufdatum. Ja mir zwei Jahr Updates garantiert abkauft ja ja nein, nein das wie schon gesagt das ist ein ja wurscht also, das, das Thema haben wir äh, eh schon ja. äh, nein aber es ist ähm, leidig, also leidiges ich bin, Thema ich bin auf alle Fälle mal gespannt auf das Xiaomi Mia 1 also wenn es mal der Lambert dann noch mal sagt wenn er es einmal gekriegt hat mhm. weil ähm, da denke ich mal okay das könnte wirklich einmal wenn du jetzt sagst ich brauche eigentlich ein Smartphone ich mache die Basic Dinge damit die Kamera soll halbwegs funktionieren Hast du eigentlich mhm. alles? Also ja, es für 200 Euro? Ja, ich schau gar schön. Es ist ja ein stylisches Gerät. Leute. Es ist, also, so Ich meine, das, das Einzige, was du nicht hast, es ist, glaube ich, nicht wasserdicht oder sonst irgendwas, aber ja. ich glaube, mit dem kannst du leben um den Ach, Preis. Schaut, da kann ich nicht schwimmen gehen. Ja. Na, vor allem weil es hat 64 GB Speicher. Das ist auch schon viel wert. Mhm. Also es hat 4 GB RAM an Snapdragon. Was man braucht, damit Android ja. ein Snapdragon 625 wo man sagt, ja, passt, okay, Fingerabdruck, Sensor, was auch nicht mhm. selbstverständlich ja, ist. Metallgehäuse, Unibody Metallgehäuse, ja. 5,5 Zoll das USB Type-C. Da USB Type-C mit schnellerer Funktionen. Das weiß ich das habe ich jetzt nicht gesehen. Also, aber äh, Einziger Nachteil, Akku ist, glaube ich, fix verbaut, gell? Das hast bei jedem, gibt ja, das das ist, es gibt kaum das Telefon mehr. Außer Washington zieht das jetzt wirklich durch bei den Handys, dass sie sagen, du darfst keinen fix verbauten Akku mehr einbauen in ein Gerät. Will Washington, US hat, US hat, äh, das Washington will das zumindest, glaube ich, mal bei Laptops oder sowas. wollen es das wirklich durchziehen, dass sie sagen, es kann nicht sein, dass du nicht zu deinem Akku so wie kämpfst, dass das nur mehr so ein Monopol ist, dass leider als Beispiel Apple oder mhm. der oder Microsoft schon, ja. dein Ding reparieren kann, weil das ist ein Witz. Ja, ähm, ich glaube, da kennen sich die Hersteller, werden sich da nicht viel unter Druck setzen lassen. Die EU hat ja auch gesagt, ähm, USB, äh, micro usbs oder USB Type C sind die Steckernormen. Ähm, mhm. Ist ja. Der hat ewig lang gedauert und Apple weigert sich ja bis heute. Also. Ja, außer also beim MacBook, da haben sie es ja gemacht. Ja. Aber das hat, ich glaube, das hat den anderen Grund, weil es keines Micro, äh, USB Type-C auf Lightning-Kabel neu verkaufen Es war natürlich schon cool, ähm, weil äh, nur weil das Handy wasserdicht sein soll, ja. das hat nichts mit dem Akkus zu tun. Es hat früher Na, schon wasserdichte Handys ja, mit externen Akkus gegeben, halt mit, mit von außen zugänglichen Akkus. Das ist chaos Ausrede. Nein, es, äh, es ist generell Chaos, vor allem. Ich finde... Die Handys man halt noch nicht mehr so extrem flach bauen. Das ja, ist das aber Einzige. Wir, aber wir gehen ja eh schon in eine Richtung, wo du sagst, das ist alles wie die Wälzen wären. Es, es ist so, so, 5 mm, unter 5 mm muss es nicht sagen. Also 5 mm äh, fände ich schon ziemlich geil. Ja, aber was du, ich, mein, ich hätte hätt schon noch gern was in der Hand. Also Es ist nicht so, dass ich sage, naja, es, also es, es wird dünner, aber ja. es wird größer. Also ich habe jetzt sogar mein altes iPhone 3G ausgepackt und dann mir gedacht, der ja, so viel dicker war, das jetzt eigentlich gar nicht. Ja, das ist so knapp ein Zentimeter oder? Ja, aber es hat mich nicht gestört. Ja, weil ja. Du, du es ist ja eh so, es haut eh jeder irgendeine mehr oder weniger schöne Handyhülle an, auch noch ja. auf so ein tolles Handy. Ähm, teilweise Handyhüllen, die ja doppelt so dick sind als das Handy selber. Ja, ja, weil sonst ja. immer ich in Form. Ähm, Niemals Beispiel wie der Apple her, wenn da das Glas bricht auf der Rückseite, die Reparatur, da kannst schon ein neues Handy kaufen. Mhm. Das ist, ähm, Deswegen steckt man seine Handys ja sowieso in irgendeiner Handysocke oder in irgendeiner Hülle und ja, es, es ist, ist dann eigentlich wurscht, wie die es Zeit erledigt ist. sich dann damit alles. Also, ja, ich meine, ja, wurscht, es also, ist halt so. Ja, aber es wäre natürlich, äh, ich, ich, mir wird's echt taugen, weil ich mag das eigentlich. Äh, dass ich meinen Akku tauschen kann. Es äh, kommt gerade bei so einem Handys, ähm, die schnell alle Funktionen haben. Also bei mir beim LG G5 war noch ein Jahr der Akku zum Schmeißen. Ja. Und herrlich, 25 Euro kaufen man nein und steckt rein, fertig. Das ist das, ich meine, ich sag mal so selbst, wenn es 50 Euro kostet, das ist mir egal. Auch also das, egal, ja. Das, das, das sage ich, okay, dann, das nehme ich in Kauf. Kann man. Also, äh, was, was ich auch gemacht habe früher, äh, noch ein, zwei Jahren gibt es noch einen. Akkus mit mehr Kapazität und so weiter bei gleicher ja. Größe oder Eben, das ein bisschen ist größer und man hat da eine zusätzliche Hülle, die man drüber tut, oder eine zusätzliche yeah. Abdeckung. Also wäre natürlich zu begrüßen. Also ich hoffe, Sie kriegen es durch. Ich glaube, Apple wird sich da nicht zwingen <laughs> lassen. Ähm, wenn sich Apple nicht zwingen lassen wird, ähm, wird Samsung auch nicht und, ja, also es, ist, auch nicht um, und es ist sowieso schwierig. Äh, also, das es ist ja schon lange nicht mehr das so dass die Politik die Gesetze macht, also von dem her. Na, vor allem, da rede ich halt wirklich, ich mein, wie man es beim iPhone gesehen hat, Apple wird von Lightning nie weggehen, mm. weil die sagen, das ist unser Anschluss, wir haben unseren Marktanteil und wir drucken den einfach durch, friss es oder uns wurscht. Mm. Weil USB Type C wäre viel praktischer. Also man kann einfach sagen, es war super, wenn es einen blöden Anschluss geben wird ja. für die Sache, weil dann war Ruhe. Eh. Es ist bei USB Type-C, ich merke es halt immer, wenn ich irgendwo bin und mein Handy laden will. Ja, zum meisten haben halt noch Micro-USB. Ja, ich habe halt dann so einen kleinen äh, feinen Adapter bei mir. Ja, ja, genau. Geldtasche drinnen, der ist 2 cm lang. Ich und, weiß, dran, aber und dann kann man nachher raus. Es fangen ja, ja bei anderen Herstellern, dann bauen zum Beispiel Hersteller Wireless Headsets. Und selbst wenn sie nice sein, bauen die micro usb ein. Mhm. Wo ich mir denke, Hey bei einem 300 Euro Headset wär's wohl bitte USB Type C einerbauen. Das wird nicht die große Kunst sein. Ja. Das weil da geht es um was ich nicht. Was kostet das? Das kann nicht die Welt mehr kosten. Und dann soll halt das Headset so 300, 305 Euro kosten. Ja. Wo, wo ich verstehe, ähm, ihr habt ihr habt so eine ganz kleinen Kopfhörer fürs Fitnessstudio und fürs Joggen. Ähm, die würden glaube ich deutlich größer werden oder? wenn da USB Type-C wäre als Stecker, ja. weil er ist auch ein bisschen größer. Also das, das kann, ich meine, wie schon gesagt, es mag durchaus sein, aber dann ist halt der Kopfhörer ein bisschen größer. Ja. Also ich glaube, da kehrt da halt ist da, also ist das gleiche bei einer Maus, die man aufläuft, warum ist da kein USB Type-C-Anschluss? Also ich man mein, mhm. das macht halt einfach Sinn. Volle, Volle. Aber ja, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass überall das gleiche ist. Na. Äh, Sei mal froh, dass es nicht so ist wie Anfang der 2000er, wo es äh, Micro USB gegeben hat, nachher den Mini USB, den, den yeah. deutlich größeren, nachher Nokia noch mit seiner ganz geschissenen ähm, eigenen Stecker wieder und so weiter und so fort. Also oh, äh, ja, ja, Sony, er, also der, überhaupt der Wildwuchs so Ende der ja, 90er ja, das ist, Anfang ist der 2000er. Worden. Sony Ericsson Siemens und visuelle Kassen haben alle komplett unterschiedliche ja, 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 äh, natürlich. Anschlüsse und Kabel und bla und ah, das war grandios. Also das, das war ähm, ich meine, feines. ich glaube, das, was das einzige ist, was ich wahrscheinlich wirklich durchsetzt, ist halt, das, der, der Key Charging Standard der halt wireless funktioniert. Das ist halt das, wo man sagen kann, da werden halt alle gleich machen, mhm. weil das, das unterstützt sogar Apple nämlich. Also, mhm. das ist. Das ist dann das Schöne, dass man wirklich anstatt, dass man zumindest das Ding irgendwo drauflegen kann und das ladet sich. Also das, das ist ja zumindest schon ein Schritt in die richtige ja, Richtung. Das war zu begrüßen, dass Apple auf einen Standard gesetzt hat, den es schon gibt. Auch ja, ah, wenn sie es selber mich, nur ein bisschen dran mich, mich haben. Wie wundert es nach wie vor, dass sie es gemacht haben? Also ich weil normal war so typisch gewesen, wenn sie gesagt hätten, ja, wir haben da wieder was Besseres. Ja. Ja, natürlich, aber. Ich ja, meine, es ist. Es, Vernunft gesiegt, ausnahmsweise. Es weiter. ist ein nettes Feature, dass sie jetzt sagen, sie bringen eine Matte, wo du mehrere Geräte gleichzeitig laden kannst. Mhm. Okay. Ähm, die werden da wieder ihren Preis haben. Also wahrscheinlich kaufst du um das Geld sieben andere. Charger ja. und nachher nach hast du das gleiche. Aber ja, mhm. Apple halt. Ja. Dafür ist sie weiß. Ja, ich, ich mag weiße Geräte und Handys. Ja, ja, das ist, das ist Apple-like. Mhm. Ähm. Ja, dann haben wir das Thema eigentlich auch durch. Ja, da, dann, dann gehen wir mal weiter. Ähm, es gibt jetzt ein, ich habe jetzt ein Mobile Geeks-Artikel, da habe ich zwar das mal verwendet, weil finde die Seite eigentlich noch immer nach wie vor sehr gut, wenn es um Technik und generell Gesellschaft und Technik geht. Ja. Da ist die Seite nach wie vor sehr zu empfehlen. Das ist nicht schlecht. <laughs> Es ist nicht schlecht, man kann. Nein, ich, 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 mag den, ich, ich mag den komischen deutschen ähm, Hipster-Journalismus nicht so. Aber es stimmt schon. Äh, man, es sind schon Autoren und Artikel dabei, die, die sehr, sind sehr, 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 sehr gut gut. Sind. Also, ich mein, sie haben mit Sicherheit. Es ist, ich meine, ich verstehe, was du meinst. Gerade im Technikbereich ist halt diese, diese YouTube-Videos, wo da diese, ich sag's jetzt mal kritisch, diese Kinder erzählen wie die Welt funktioniert. Mm. Weil ich mir denk, Alter Kim, hey, ich meine, geh mal fünf Jahre auf die Uni bitte, hey, dann siehst du, was eine Chance ist in der Welt. Also ich geh ja. mal fünf Jahre in Tunnel arbeiten, ja. ne? ja, du, du Geh mal fünf Jahre. Was stimmt im Tunnel? Nein. Also halt, Aber ja. äh, auf dem Bau oder so, also ja. äh, im bei Bau war. Also Weil ich mir denke, das ist diese, oh, alles habe ich eh später noch mal unten mm. nachher, ähm, wo das auch bei Mobile Geeks wirklich einmal richtig schön dargestellt worden ist. Ähm, da geht es dann um Influencer, also mm, ah. aber, nein, es ist jetzt so, äh, da haben sie eben einen Artikel, es gibt jetzt sozusagen einen selbstfahrenden Supermarkt, so wie Bofrost eigentlich, oder das ganze Zeug <laughs> live fährt der Wagen halt selber fährt zu dir und hat das Gemüseregal und alles eingebaut und du glaubst dann an die Sachen eigentlich raus Essen auf Rädern Essen auf Rädern, genau, jetzt für junge Leute <laughs> Also hippes Essen auf Rädern, ja Jetzt ist es hipster Essen auf Rädern, ja Aha. Ähm das heißt, das Supermarkt Kimp eigentlich zu dir haben. Okay. Also das ja, ist das hört sich schon. Äh, ja. Also du und du kannst schon anfahren. Also das heißt, du steuerst ihn über App on. Das heißt, ähm, wahrscheinlich wird es dann einen Brotwagen geben, an Gemüsewagen und an was ich nicht, allerlei Laden. Und der fährt noch vor dein Haus. Ja, ja es, es hat schon ja gewiss schon sein Reiz so. Es ist so ein bisschen in die Zukunft schauen wieder, also wieder sagt, so, so, wow, ich finde das halt teilweise auch mit das Online-Lebensmittel bestellen und so weiter und so fort. Ich, ich, ich habe so die Befürchtung, dass wir in den nächsten 20 Jahren zu einer Gesellschaft von kompletten Soziopathen werden, von, von Menschen, die nicht einmal mehr aus dem Haus ausgehen gehen, weil alles geliefert wird. Ja, ich finde es beim Einkaufen nicht schlimm, weil Einkaufen... So, nicht Soziopathen, ja. Soziophobe, ja, ja, oder? Ja, vielleicht eher, ja. Mhm. Ähm, nein, es ist aber, ich finde Einkaufen macht eigentlich keinen Spaß, deshalb verstehe ich das ja auch, warum, das, warum das sich durchsetzen wird. Ja, mir macht Einkaufen jetzt so auch nicht so ein Spa ja, Spaß. Aber hin und wieder habe ich schon gern oder durch den Interspar spazieren oder durch den Merkur spazieren und, und denke, hm, ah, den Käse könnte äh, man oder hm, Ich glaube, das, glaub, das wird es nach wie vor geben. Also, das, wird's, das wird es nicht so schnell wegfallen. Ich meine, wenn es wegfällt, mir gegangen ist, nicht viel ab muss es Gut, ich das sagen. geht dann wahrscheinlich beim Online-Shopping. Ja, da kriegst du ja eine Empfehlung. Dieser Käse wäre ja. vielleicht noch interessant. Ich, ich glaube es auch. Also, das ist ähm, vor allem wird es halt dann so sein, wenn dann der Essenswagen kommt, dann wird er da vielleicht noch eine besondere Empfehlung vorschlagen. Probier mal den Käse bitte. Ja. Und der wird ganz penetrant sein und solange du den Käse nicht probierst, fahrt er nicht weg. Da muss ich kurz was einschieben. Haben wir das eigentlich schon einmal gehabt? Äh, haben wir, oh, das, das war in der letzten Folge, oder? Ich habe ähm, keine Ahnung, das ist zwei sie, Wochen her. Also ist schon wieder ewig. Ah, sehr so ja. lang her. Ähm, oder habe ich das Heute diesmal dabei? Hm. Ach, ähm, Quality Land haben wir drüber schon geredet oder? Über Na. das Buch und über das Hörspiel. Nein, das hast du noch glaube ich gar nicht ähm. Letztes Mal hast du irgendein ganzes Archiv nämlich schon. Ah, ja, stimmt. Media CCC. Ja, genau, äh, ja. Okay. Na, äh, dann sparen wir das auf. Ich schaue mal, ob wir es nicht schon gehabt haben. Mein Gedächtnis lasst schon noch, Das ist brutal. Also. <laughs> ja, ja. Sei das da ist Das mit 33. Äh. Ich glaube, ich habe es einmal erwähnt, aber Quality Land, das ist eben auch so ein, von Marco Uwe Kling, der yeah. die Känguru chroniken geschrieben hat, also sehr, sehr interessante Bücher und Hörsp äh, äh, Audiobooks, sollte man sich unbedingt auch noch machen. Bei Quality Land, das spielt so ein bisschen in der Zukunft, in einer nicht entfernten yeah. Zukunft, Du kriegst die, die Sachen mit den mit die Drohnen yeah. geliefert und die genau, Drohnen ja. haben äh, so quasi ein bisschen eigenes Bewusstsein. Die Drohnen ja. wollen dann sofort bewertet werden für die Lieferung ja. und die haben nachher gleich noch Tipps. Und die Drohnen bieten auch an, gleich eine, äh, eine Videos zu machen, die dann automatisch noch auf YouTube gestellt ja. werden, äh, wenn man das Gerät auspackt ja. und ausprobiert. Ja, also das so in die Richtung kimmst du mir nachher nach vor, mit dem Auto, das dann vorbeikommt und nachher noch Tipps hat und, und noch Ich ein weiß nicht, also dass habe es gleich das wäre ja lustiger. Äh, äh, das erinnert so äh, an Douglas Adams bei durch die Galaxis, wo die Türen auch immer so freundlich sein wenn sie ja, aufgehen. Hm, ja. Oder? Ja, genau. Ja. Ja, die haben ja gesäuft ja, Zeit, ja. Zeit. Aber sie sind eigentlich fröhliche Türen. Ja. Stimmt, ja, genau. Also das ist... Ähm, ich freue mich noch auf so einen Marvin-Verschnitt, auf so einen komplett deprimierten Roboter der ja. nachher sein Leben richtig Scheiße findet und dann <laughs> wirklich sagt boah eigentlich morgen immer ähm, das das dann schon eigentlich schaut dass der noch noch ein Film bearbeitet durch die Galaxie hat zweiter Film kann man ich glaube der war ich glaube das Problem war dass das das Design glaube ich echt schwer zu verfilmen also das, ja das zweite Buch war ja gewesen das Restaurant, Restaurant. am Ende des Universums genau. und als ich das Buch gelesen habe habe ich mir gedacht oh mein Gott das kann man nicht in einen Film na ähm, weil das ist Es ist der erste Teil schon, er kommt nicht ans Buch an, er ist ein super Film, aber Film ans, ans Buch er kommt er nicht Nein, das stimmt schon. Ja. Also da ist so viel mehr drinnen, mhm. ähm, aber der erste ist schon richtig gut umgesetzt. Aber was, was man da auch sieht, ähm, du kannst nicht alles mit CGI machen, weil sie haben ja wirklich diese ganzen Kostüme, sind ja teilweise wirklich handgemacht, also ja. damit es damit richtig ausschaut. Ja. Und das ist da wieder spannend. Ähm, aber was auch lustig ist, wenn man da gerade noch den... Ähm, den Bofrosch 2.0 Körper ähm, <laughs> Es gibt ja jetzt nachher diesen äh, Amazon hat jetzt diesen neuen Supermarkt da gemacht, mm. wo du quasi komplett erfasst wärst. Und das ist so das Witzige, weil normal sagt man immer, Digitalisierung kostet Arbeitsplätze. In dem Fall ist es umgekehrt. Die haben sogar mehr, Ar die brauchen mehr Leute, damit der Supermarkt so funktionieren kann. Warum? Ähm, das Ganze nachfüllen muss viel schneller gehen. Die ganze Kontrolle, du brauchst Support, du brauchst das alles. Also das heißt, die brauchen mehr Leute als in einem konventionellen Supermarkt. Das ist dann nicht so schlimm, ja, okay. Ja. Ich meine, es gibt... Das sind halt dann Jobs, ähm, die ja schlecht gezahlt sind, weil für Regalauffüllen wird man nicht gut gezahlt. Ja gut, da wäre ich aber jetzt auch nicht gut gezahlt. Ja, das ist ja da Also das ist, ähm, das ist jetzt... Ich meine, es ist eh schlimm, dass man... Ähm, das dass eigentlich da das, das Lohnniveau so ja, das bescheiden ist. Bescheiden, ne? ja. Also das, ähm, das, aber ja, die Jobs wärst halt, ja, die brauchst du nach wie vor noch. Mhm. Also, solange, ich meine, bis es halt irgendwann ein Roboter kann, nachher fällt das natürlich auch weg. Ja, bis der Roboter hinter die Re hinten, also die, die Dresen quasi ja. hinten offen sind und genau. der Roboter da schwiert die ganze Zeit hinten und richtet auf. Also ich meine, so wie man es von ähm, neue Apotheken kennt, dann wird ja das auch als vollautomatisch mhm. geliefert. Also das wird wahrscheinlich gleich mal einsortiert und dann So kommt, wie es teilweise in den Logistikzentren bei ja, Amazon ja, ist. Richtig. Äh, man gibt, die geben einen ja. Artikel und da zack, zack, ja. das, das und der Roboter da und holen das, das entsprechende Gerät. Also. Ja, ja, das ist, ähm, das. ich meine, vor allem, die, das ist ja sogar, das geht ja so weit, dass mhm. diese Roboter sogar selber die Lagerhaltung übernehmen. Die wissen, wo Platz frei ist, wo das am besten hinkommt, speichern sofort ab, dass es die anderen auch wissen, wo es mhm. ist und ähm, also das ist da gibt schon, das hat schon ganz andere Dimensionen. Das mit dem Supermarkt soll ja scheinbar ähm, ein bisschen holprig ähm, gelaufen sein für Amazon, weil teilweise Sachen nicht erfasst worden sind. Ja, verlassen das Supermarkt. Ich glaube, sie da nur, ich glaube, das ist eher ein Beta-Test Einfach, ja, das probieren jetzt mal ein Supermarkt durch, ähm, weil sie haben, es ist, eh das Amazon und die ganzen anderen da haben eh alle konventionellen Supermärkte vernichtet, kann man sagen, die ganzen kleinen. Jetzt stehen die ganzen Flächen leer, jetzt kriegst du sehr günstig, jetzt ist ja eh Ja. Das ist halt auch, so gern ich bei Amazon auch bestell, weil es einfach verdammt bequem ist. Ja. Aber wenn der Artikel ähm, bei einem Online-Shop 10 Euro günstiger zu haben wäre, bestelle ich trotzdem bei Amazon, weil. Äh, du weißt, dass es funktioniert, ja, Das es ist, funktioniert. Es kommt innerhalb von zwei Tagen, ich kann es hintergeben, ja. wenn was nicht passt und so weiter und so fort. Aber. Wenn alles dann nur noch amazon ist dann habe ich so meine Sorgen. ja das ist das, Aber das, das ist halt google ja. ist die suchmaschine ja. amazon ist das geschäft ja. und apple ist das smartphone apple und ist vw da ist das auto <laughs> es ist alles das Nein, es ist ein, ja. das ist das um, amazon ist eine klassische gefangenen dilemma situation ja weil es nutzt jeder und keiner buchst aus. Also das ist so, mhm. es. Die ganzen Händler würden ja Amazon eigentlich, wenn sie es alle allein machen, hätte Amazon gar keine Daseinsberechtigung. Mhm. Aber es ist auch Amazon-Logistik, wenn du was zu verkaufen hast, die nehmen da alles ab. Es, es, es funktioniert die, halt. Für, super. Auch für dich als Händler. Also mhm. du sagst, ich gibt es als Amazon, die ziehen mal was ab. Ich brauche mich darum nicht kümmern, weil ich kann es eh nicht. Du kannst als Händler ja. ähm, deine Geräte also sogar lagern geht das sein. Also mein Arbeitgeber ja. hat das auch gehabt. Ja. du kannst es einlagern ja. lassen. Also du schickst eine Palette, die ja. muss, die hat Normmaße, die werden da vorgeben, ja. zack, 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 du kannst alles drauf haben. Ja. dann wird eingeschickt. Kim ins Lager von Amazon und du zahlst halt quasi einen nicht schmalen Betrag ja. vom Verkaufspreis an Amazon. Die aber du brauchst dir dann um nichts mehr kümmern. Richtig, das ist genau das, wo sie gewinnen, einfach weil yeah. da, da schlagst du sie halt schwer. Ja, das kann man bei kleinen Händlern nachher nicht machen. Also, jetzt, es gibt teilweise in Österreich eh noch, das ist eh nicht so schlecht. Es gibt bei uns in Österreich eh noch viele Elektronikhändler, wenn ich jetzt denke an Electronic for You, E-Tech. Ja, ja, es gibt noch ein paar. Ähm, ja. Den Ditech, ja. den gibt es ja eigentlich auch wieder, gehört, ja. jetzt zu E-Tech. Ja. Dann gibt es My Lemon. Also, ist, es gibt schon ein paar so. so Händler, Ma Maijits oder Macic, heißt das, Ma 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 es? Nein, dann gibt es nur Wie heißt das? Die, die ganz bekannte, die was sogar relativ viel Verkaufsflächen hat. Ähm, äh, jetzt hab ich habe den Namen vergessen. Ja, Na. Electronic for you. Nein. Der Nein es gibt nur andere. Ähm, ja. Es gibt es gibt auch alles. Es mit mir haben, wir <ja, dass> <laughs> ja. haben eh das Glück. Es gibt eh noch ja. Händler in Österreich. Aber die haben sich halt teilweise schwer. Also ähm, ich habe es gemerkt beim letzten Mal da der, der Kundensupport ist halt nicht so angenehm. Es ist halt es läuft nicht so rund wie bei Amazon, wenn man eine Retour hat bei Amazon geht man Bestellverlauf und klickt auf Artikel zurücksenden. Bei ähm, bei ganzen Händler muss ja, man ja RMA oder irgendein Formular ausfüllen. Ich weiß, ja, am besten noch faxen. Faxen ja. Ja, das ist ähm, ähm, Nein, es ist, es ist schwierig. Also ich habe jetzt, auch, ich habe den Fall zum Beispiel, ich habe für mein ähm, immer, immer für Sea of Thieves, habe ich mal mein Xbox Call oder Xbox One. Weil ich sozusagen einen Mac habe und die tue da kein Windows drauf. Und das war die günstigste Variante, ja. wie ich zu Sea of Thieves kam. Ähm, und die haben mir jetzt bei einem Händler so ein Headset bestellt. Und das war nicht Amazon, weil Amazon wirklich, ich glaube, sie haben ihn nicht gehabt und der war fast doppelt so teuer gewesen. Nein, ja, das ist teilweise ja. So, ja. Jetzt habe ich den bestellt. Ich glaube, vor zwei Wochen habe gezahlt mit Paypal. Meine Zahlung ist eingegangen. Ich habe jetzt seit zwei Wochen nichts mehr gehört. Jetzt habe ich, hab ich gestern noch eine E-Mail geschrieben, habe ich auch nichts gehört. Jetzt habe ich heute mal angerufen. Es hat jemand abgehoben, war super freundlich. Hat gesagt, er schaut sich das an ähm, und meldet sich. Also, er hat gesagt, ob man dann eine E-Mail schreiben soll oder telefonisch gesagt, er soll mal E-Mail schreiben. Ich habe bis jetzt noch keine E-Mail gekriegt, aber äh, ich warte jetzt einmal ab. Ich bin jetzt gespannt, was da jetzt weitergeht. Ich meine, der Vorteil ist, ich kann es bei PayPal natürlich recht einfach canceln, weil mhm. sonst schon bei PayPal halt das Geld hinter. Ja, das. Aber es ist halt, du merkst halt, es ist halt einfach alles mühsam. Und bei Amazon war sie, wäre mir das nicht passiert. So, ja, beim, weil, ja. Selbst wenn es verzögert wäre, hätte ich ja e immer gekriegt, tut uns leid, oder es steht drin, der Artikel ist verzögert. Wir melden uns, wenn er geliefert wird. So ist es mir ja. gegangen bei einem, einem SNAS Mini. Ja. Bestellt bei einem Händler, weil er hat auf äh, es war kein Hane Preis, ja. ich glaube um 70 Euro oder sowas. Ja. Ähm, er hat noch nicht so schön gestanden, 49 oder 59 ja. Stück Lagernd, okay, ja, ja passt. Ausgefüllt, gleich ähm, gezahlt. Ich glaube, Kreditkarten. Also sofort gezahlt, bla bla bla. Ja. Ähm, Kriegt die Bestellbestätigung und das war's. Ja. Okay, nach einer Woche frage ich einmal nach. Ja, ja. Was, was ist jetzt eigentlich mit meiner Bestellung? Es ist gestanden, sofort verfügbar. Ja. Jetzt warte ich schon seit einer Woche. Na, Sie haben nichts mehr. Ja. Sie warten auf, auf die Zulieferung vom, vom, vom Distributor. Ja, dann, ähm, ihr habt im Shop stehen gehabt, dass 49 Stück lagern sind oder 59. Ja. Ähm, wie kann das sein, dass ihr Bestellung mache und dann ist, bin ich sport? Ja, keine Antwort. Ich ist so es ja, ähm, wenn ich will, ähm, kriege ich das Geld zurück und sie stornieren die Bestellung. Okay, na, ja. haben sie gesagt, na, mir war es jetzt nicht so wichtig. Dann ja, okay, warte halt. haben sie gesagt, kurz vor Weihnachten soll es dann kommen, also in zwei Monaten. Äh, Im September oder Oktober habe ich bestellt. Und, hast du gekriegt? na Gut. Nach äh, zwei Monaten, also gesagt haben sie, glaube ich, KB 49, ich glaube, das ist zwei Wochen vor Weihnachten, ja. haben sie, ähm, habe hab ich nochmal nachgefragt, ja. Also der ist verstrichen und in der KB50 habe ich noch einmal nachgefragt. Und so, ja, wie schaut es jetzt aus? Ja, na, sie kriegen nichts mehr. Ähm, sie stornieren nicht mal Bestellung. Sehr fein, sehr fein. Ja. Ähm, das muss ich eben meine Schwester fragen, weil die hat auch bei dem Händler bestellt, ob sie das Geld wenigstens hinterkriegt hat. Ja, also ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin da jetzt auch gespannt. Ich werde jetzt sonst nächste Woche noch einmal anrufenbar sein, weil telefonisch geht es anscheinend recht gut. Also der Typ war da recht locker drauf. Ähm, und ja, ich bin gespannt, so, also. aber man merkt halt einfach, du hast halt bei Amazon diesen, du hast halt dieses rundum sorglos Paket. Du fühlst dich halt ja. wie ein kleines Kind, was in die Wiege gelegt wird. Es wird da ja, alles gemacht. <laughs> Eben, es ist es ist es ist so angenehm, ähm, das die komplette. Das komplette Produktpalette mit, mit dem E-Books Kindle ähm, habe ich jetzt yeah. zwar nicht, aber ich bin halt da schon beim Überlegen gewesen. Noch Amazon Prime mit Videos schauen, ja, und musik ist, ist alles dabei. Musik. Das ist einfach so, ja, so, so ein Wohlfühl rund ums ja, Selbst wenn du ein Problem hat, druckst drauf, wann willst du angerufen werden? Kannst du auswählen, sofort fünf Minuten, zehn Minuten, ja. morgen, Stunde. Es, es es. Ist. Und was ich sagen muss, der telefonische Kundensupport bei Amazon, der ist. Die, die schriftlichen E-Mails sind ja. eine Katastrophe, weil es nur vorgefertigte ja, ja, Standard-E-Mails Standard-E-Mails, die wirklich nicht auf dein, ja. ähm, dein Problem eingehen, ja. aber der Telefonsupport ist super. Ja, ja, nein, also ich weiß, da, also, da gibt's nichts. Äh, also da, ja, dort. Ich habe jetzt mal ein schlechtes Gefühl, wenn ich bestelle. Aber nee, we ich, ich habe nicht einmal ein schlechtes Gefühl, weil ich mir denke, die anderen sind nicht fähig. Ich denke, was je, ich, ich bin echt. Ich Amazon hat halt mittlerweile so Größe, dass sie halt jetzt ansagen kann. Ja, können. Hätte kennen keine Idee diktieren. Das, das, das Problem ist, dass es die anderen einfach verschlafen haben. Ja, vor allem, es war ja früher das Argument, ja, der stationäre Handel, da wird halt Service noch groß geschrieben. Haha, <laughs> 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 ja der war richtig gut, der Witz. Äh, ich weiß nicht, wenn das letzte Mal ein äh, gutes Service. Aber ah, ähm, irgendwann habe ich Hobby, hätte das Hobby jetzt eher mal gelobt. Und, ah, ja, ähm, als wir Matratzen gekauft haben, neue Matratzen fürs Bett. Wo hast du gekauft? Bei Concorde-Matratzen. Okay. In der Lebend. Stimmt, jetzt muss ich was sagen. Super. Ähm, ähm, ich war jetzt einmal beim dänischen war. Bettenlager, mhm. weil ich immer ähm, aufgrund meiner Faulheit. Wir werden übrigens gesponsert von Na. Matratzen Concorde <laughs> und dänischen <laughs> ja. Bettenlager. Boah, ich dachte, ich schau mir nicht weh, ich gesponsert werde. <laughs> weil ich denke, ich habe da null Bezug dazu. Also es ist mir egal. <lacht> Geld <lacht> also, stinkt nicht. Also, nein, und die haben wir, es gibt, da tut sich anscheinend auch total viel bei dieser. Bettentechnik oder Bettdeckentechnik unter Anführungszeichen. Ah, ähm, es gibt es, ja, ja, es, äh, es gibt mittlerweile ähm, so vier Jahreszeitendecken. decken Das heißt, du hast im Winter nicht zu so kalt und im Sommer nicht zu so heiß. <laughs> Ich frage mich wie es funktioniert. Es ist auf ja. alle, sie sind auf alle Fälle komplett Energie, äh, Energie, meine, ja, genau. Allergieverträglich. Also, das heißt, ähm, das war mir wichtig und du kannst sie direkt in die Waschmaschine hauen, ohne dass sie kaputt werden dabei. Aha. Ähm, und da bin ich, da muss ich auch sagen, ich bin nicht schlecht beraten worden. Ja. Also das, weil ich bin so hingegangen, bin jetzt gesprochen, ob ich Hilfe brauche. Nein, ich glaube, ich finde es selber. Und nachher bin ich halt echt wieder gegangen und habe gesagt, ich habe keinen Tau, was ich da kaufen sollte. Wir ja, war bei uns bei, äh. bei, bei, bei der Matratzen Aso, ähm, sind übrigens auch Hightech Produkte mittlerweile. Ja, ja, Schaumstoff äh, aus äh, NASA Technik Poly und Polymere äh. mit Gelauflage. Ja. Ähm, allein die, die, die Betten oder die Bettenroste, die man verstellen kann und Ja, Wahnsinn, also die, die Härte und die Einstellung. ja, also ja, gut. Ist, die ganze Sache war auch nicht günstig. Ich hätte es im Internet deutlich günstiger gekriegt, aber von einer Matratzen, Da liegt ja. man eigentlich die halbe Zeit seines Lebens liegt man eigentlich im Bett. Und Obwohl, es gibt ja total viele Startups, was das Matratzen-Ding jetzt so. Ja, oder? das ist jetzt auch wieder so ein merkwürdiges Ding. Ich ja. sehe überall Werbung mit Matratzen Ja, Matrotzen seit und das seid du eine gekauft hast, natürlich, ja. Nein, davor. Ja, ja, klar. Ja, ja, Schon ja, mal ja, ja. danach gesucht und ist vorbei. Stimmt, vielleicht habe ich nie eine Matratzen gebraucht. Seine Werbung hat mich dazu getrieben. Das ist, ähm, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil nehmen mir ist mal Bettdecke als Denkgrund schon so auf die Nerven gegangen, weil dieser Überzug, weiß ich nicht warum, und die Bettdecke, das hat nicht mehr zusammengepasst. Das heißt, es war irgendwas dauernd länger oder kürzer. Äh, das hat mich fertig gemacht. Und mittlerweile kann ich meine Bettdecke einfach so in die Waschmaschine hauen. Jetzt ist mir es wurscht. Also jetzt. Ja. jetzt Block's mir einfach nicht mehr. Also ich bin einfach zu faul, dass ich sage, ich will noch einen Bettbezug, also ich will über meine Decke noch einen Bezug drüber tun. Ich haue die einfach noch in die Waschmaschine und nehme die zweite an. Hey. Weil ich mir denke, warum soll ich die kostbaren Minuten meines Lebens, wo ich so viel Scheides mache, verschwenden? <laughs> ja. Jetzt mit der HTC-WiFi angefangen, jetzt zur Mitte sind wir bei Bettdecken. Auch nicht schlecht. <laughs> das steht nicht einmal in der Themenliste drin. Übrigens nochmal ein Hinweis auf unsere Sponsoren: Dänisches Bettlager, ungarn und <laughs> Kaufen Sie ein. Ja, also Service ist gut, muss ich echt sagen. Ja, und oh, für das, und da war ich auch wirklich überrascht. Also. Vor allem, weil das ist, was ist das, Hossi zu kaufen? Ich hasse solche Dinge zu kaufen. Ja. Ich, gleich wie Möbel kaufen, furchtbar. Ich hasse es. Ja, und äh, ich will nur auch. Ja, ich habe generell mein Problem mit dem Service, mein Round von vor, ich glaube damals über den Mediamarkt war ja schon, das war ja schon so absurd, wo, wo keiner kommt, gleich wie beim Baumarkt, also Obi, früher Baumarkt, wo, wo man schon äh, wirklich suchen muss. Ah, obwohl es stimmt nicht, ich war jetzt beim Obi und habe was gefragt und der hat mir sogar weiterhelfen können. Ja, schön. Sure. Und hat mich sogar da hingeführt. Also, wo, wo ich habe ich, Kreuzband gesucht und glaube wenn ich, Wenn ich Baumärkte betritt, die Leute wissen schon, dass ich komplett zu so deppert für das bin, weil ich wäre wär schon so angeschaut, so quasi: Was tust du überhaupt da? Du hast doch gar nichts verloren da, Herrin. Ach so, nein, so wäre ich, glaube ich, jetzt nicht angeschaut. Naja, ich ich habe nur etwas nicht gefunden. Ich glaube, bei mir sieht man das auch, dass ich handwerklich null Talent habe. Okay. Mir kommt es immer so vor, also <laughs> oder es ist so, ich rede mir das selber ein einfach. Vielleicht eher, eher wahrscheinlich das oder, ich mein, oder stelle vielleicht stelle ich wirklich so dumme Fragen. Ich tue eher gerne basteln, aber groß talentiert bin ich eigentlich auch nicht. Na, also, ähm, ich, ja, ich bin Bart nicht, also ich tue nicht gern basteln und ich bin nicht talentiert. Ja, ähm, ja gehen wir glaube ich weiter. Sonst sagen mal... wir gehen wir von Bettdecken und oh, Matratzen yeah. zu Krimis. die neue Art des Reisens. Ich habe zwei Sachen ausgesucht. Um, eine hat mir jemand... bei. Ich habe jetzt eine schönere Überleitung erwartet. Hey, was soll ich überleiten? Ich kann das ja nicht. <laughs> um, das ist zum einen... Wir müssen uns Ruf gerecht werden. Ja, kein Konzept. Das haben wir ich, de, in der Sendung wieder eindeutig bewiesen. Ja. Von, von Oculus Rift zu Bettdecken und Matratzen. Aber Matratzen-Concord, das hat einmal ein Pfleger mitgegeben, der concord -Kassner. Ja. Das heißt, das sind wir beim Reisen. Ha. Ah. Ha. Ha. Der Witz war wieder schlecht. Ja, <laughs> aber wir müssen unseren Ruf gerecht ja. werden. Also, ähm, na Das ist zwar so jetzt schon ein alter Artikel, der ist, fast, der ist von 11.07.17, also der ist so 2017. Oh Gott, okay. retro. Ja, ja. ja äh, ähm, es gibt jetzt so Busse, ich glaube in Amerika, wo du quasi so Schlafkabinen hast. Das heißt, du steigst zum Beispiel um 9 Uhr am Abend ein. Und bist den nächsten Tag am Vormittag um 8.09 Uhr in der Stadt, machst du einen Termin und forscht dann wieder Retour als Beispiel. Da sind Betten drin. Da sind Betten drin, ne? Und du hast keine bessere Überleitung gefunden. Ich habe jetzt ja gesagt vom Bettdecken auf das. Ah, okay. Ja, jetzt <laughs> war das schlecht. Ich wollte das mit Concord <laughs> und das, aber ähm, das heißt, du sparst dann eigentlich das Hotel, machst deinen Business-Trip unter Anführungszeichen mhm. und forscht dann wieder mit dem Bus Retour. Weil es ist ja wurscht, in der Nacht schlafst du sowieso. Da kannst du eigentlich, ob der nun fort oder nicht, ist dir egal. Hm, das ist ein geiles Konzept. Das ist ein super geiles Konzept, weil wenn du denkst, ähm, vor allem sie haben da so Preise zwischen 35 und 115 Dollar. Und wenn jetzt denkst du fährst zum Beispiel, sag mal du musst nach München oder nach Hamburg, mhm. in Hamburg, Hamburg kostet knapp zehn Stunden unterwegs mit dem Auto. Äh, ja. Erstens das, es kostet dir das Hotel wahrscheinlich oben mehr. Ja. Also und du hast da halt das, du fährst quasi am Abend hin und dann wieder heim. Das ist, das ist ja, so wie, so wie der halt der genau, das halt Bus, Busse umgemünzt. Genau, ist das eigentlich umgemünzt und du sparst da zum Beispiel einen teuren Flug oder sonst irgendwas, weil, wie schon gesagt, wenn jeder, wie jeder weiß, wenn du jetzt an ähm, gewisse Distanzen fliegst, das ist schon durchaus anstrengend ja. noch, wenn vor allem ist es ja nicht die Flugzeit, es ja. ist ja das Einchecken, die Anreise zum Flughafen, ähm, bla bla bla. Das, es ist, ja, ich meine, bei uns ist ja noch mühsam. von Ostirol aus ist es sowieso sehr mühsam. Wenn du jetzt in Wien wohnst, ist es halb so mühsam, weil ja, wir haben ja einen Flughafen da. Achso, Niklas, ja. Ja, Da geht es weiter. Da bis ähm, <laughs> einmal rund um den Berg um und dann kannst du da landen. Hoffentlich. Ja. Weil. Ich weiß nicht, da unten. Nein, es, es, es stimmt schon. Also das mit der Putzer, das ist schon ein interessantes Konzept, ja. Ja, es, ist, es hat was, definitiv. Also es ist, es ist, ist, ist das jetzt so ein Startup, das das jetzt einmal so anbietet? Es in, in den USA ist halt ja das der Vorteil, dass es sowas wie eine deutsche Bahn oder ÖPB nicht gibt. Genau, das stimmt natürlich. Das, also das Weil ähm, in Deutschland und in Österreich ist es so gewesen, die ÖPB und die deutsche Bahn, die haben jetzt schon lange die, 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 die Fernreisebusse ja gar nicht erst am Markt geduldet. Genau, ja, bis, ja Flixbus den, bis Flixbus okay. kämen ist. Flixbus ist und Flixbus kehrt jetzt der Deutschen Bahn. Also von dem her. Ja, es ist aber gegen Flixbus Kimper nichts mehr auf. Also es ist, ähm, hat die ÖPP schon wieder sein lassen mit ihrer Busse? Okay. Äh, in Österreich gibt es, glaube ich, äh, äh, ist das auch Flixbus jetzt. Ah, okay, dann ist jetzt eh alles Flixbus. Also ja. weil da ist nichts dagegen aufgekommen eigentlich. Ja. Ähm, die die ÖBB hatte ja das kurz angeboten gehabt oder sowas gell mit die mit die Schnellreise Fernreise ja Busen. genau haben die nicht Hello geheißen. Hello und der sind im Mai 2017 ist Hello von der von Flixbus übernommen worden okay ja Hab ich da also ähm, Wikipedia also es ist äh, es kommt nichts auf also dagegen ja äh, hast du schon mal Flixbus genutzt Nein, ich bin leider einmal von Wien nach Prag gefahren mit einem Bus, war aber glaube ich nicht Flixbus. Mhm. Da war die Hinfahrt war voll super, also das war voll okay. Die Rückfahrt war nicht so cool, weil er sehr ausgebucht war und ich im zweiten Stock oder mit dem zweiten Stock oben war mhm. und ähm, kaum Beinfrei. Aber die erste Fahrt war richtig angenehm. Also das glaube ich kommt ein bisschen so auf die Buslinie an. Ja, wahrscheinlich. Ich habe da ein bisschen so mein Problem mit Busse. Also ich, mir sind Busse eigentlich generell immer ein bisschen zu eng. Es, ich fühle mich da ja, schon früher habe ich das gehasst von, von, von Mödel mit dem Bus in die Schule von afflianz Ja, Gott, das ist es ist einfach äh, eng. Yeah. Ich, ich war so neidisch auf die Rautaler, die immer mit dem Zug gefahren sind. Ja, ich mein, Gut, ich glaube, du hast auch, wahrscheinlich das ein so einen Kindheits, so ein Kindheitsschock, Kindheitstrauma, weil du na, immer auch schon mit dem Bus fahren wirst. Na, das ist weniger, ja. aber ich, ich finde es einfach nicht angenehm. Man sitzt da so eng. Ähm, ich, ich, ich liebe zum Beispiel im Großraumabteil im Railjet. Das äh, große Sitze. Ja, okay. Die Abteile ja. selber ja. mag ich auch nicht so gerne, aber im Großraum. Die gibt es eh nicht mehr. Also also nah, ich ja. ich glaube, wenn du. Ich glaube, wenn du First Class oder Business, oder was ja. weiß ich, wie du das aufgetan da gibt es noch ja, schon ja. so eine Kabine. Aber, aber der Großraumwagen im ja. Weltchat zum Beispiel, ist, 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 ich, ich kenne kaum einen angenehmeren Ort zu reisen, bis auf das miserable Internet, aber <laughs> äh, es ist so angenehm zu fahren und man hat Platz, man hat Beinfreiheit. Äh, ja, also das, das hat man im Bus eben nicht. Das, das, das finde ich ein bisschen schade. aber ja. Aber da finde ich eben zum Beispiel das, weil du hast da auch so eine eigene Liegekabine halt. Mhm. Das finde ich schon angenehm, weil das ist das ist als generell, selbst wenn du nicht schlafst, es ist angenehmer als auf einem beengten Platz zu sitzen. Ja. Also das ist das, das ist halt einfach so. Also es gibt ja in Japan und was weiß ich, gibt es ja diese, ähm, diese Tube-Hotels oder mm. wie sich diese Röhren, wo du quasi, du hast zum Schlafen aus drin, du hast am Fernseher drin und kannst du da übernachten einfach. Ja, ja ich, 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 ich kenne das Konzept. Ich habe mir jetzt äh. überlegt, Manuel, magst du das vielleicht auch mal testen für uns? Ja, bitte mal. <laughs> Geh mal ins Tube-Hotel und schlaf, an noch Nacht drin und bitte livestream. Ja, genau. Äh, Livestream, wie du da drin schlafst ähm, und dann möchte mal ausführliches Feedback haben, wie das, wie deine Wirbelsäule das mitmacht und so weiter. D das, ist, das ist auch wieder so eine In einem Tube-Hotel würde ich mich absolut nicht wohlfühlen. Also ich hab da. Pro ich, ich mag, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht wäre ich echt alt. Wahrscheinlich. Ich mag einfach ein großes Hotelzimmer haben. Es ist, ist, ist natürlich, ich glaube halt... Ähm, jetzt, aber so 20 äh, Quadratmeter oder so, das ja, ist schon nicht schlecht. Es ist ganz... Ich meine, was ich ganz gerne habe, wenn, ich mein, wenn ich mein eigenes Board dabei habe, das, das ist schon für mich sowas, wo ich sage, das habe ich schon ganz gern. Ja. Also ich, ich, ich schaffe das nicht, wenn ich weiß, es ist... Gang, äh, es ist und wc am Gang, also, das ist für mich so. Ah, Das ist nur no go. das, 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 das schaffe ich nein, nicht mehr. das, also das, das, das halte ich nicht mehr aus. Also, da nein, bin ich, das, das habe ich auch ganz, ganz selten. Mal also, ich habe hab das sogar wie jung unter Anführungszeichen war einfach. Ich habe das Kost. Na ja, ich, auch nicht. Ich, ich, ich mag das nicht. Also, da, da, da bin ich nicht der Typ, der vor vielen, vielen Jahren in Salzburg einmal gewesen und, und da in seiner so Pension schlafen. da eben auch Dusche und wc am Gang. Ich, es war uns damals eh wurscht, weil wir sturz betrunken waren, aber es ist auch unangenehm. Aber es gibt es ja heutzutage kaum noch, glaube ich. Ja, Hostels. Ja. Ja, wie gesagt, es gibt auch es gibt richtig gute Hostels. Ich, ich bin alt, ich mache sowas nicht mehr. Ja, ich glaube, ich war glaub, dafür immer schon zu alt. Also ja. ich, ich, ich verstehe auch nach wie vor nicht, wie jemand freiwillig campen geht. Ich, ich werde in keinen Schlafsack schlafen. Das, das wiederum liebe ich. Nein, also ich hasse es. Ja, also also ich merke gerade, ich werde sprich mir. Ja, eigentlich schon, gell? weil das ist überhaupt nicht deins eigentlich lauter. Aber dafür. campen campen tue ich sehr gern. Also wir haben ja Norwegen zwei Wochen campen mit Auto und Camping. Wir haben Schweden und Dänemark mit Auto also ich, und Camping gemacht. Ich bin da so das klassische moderne, nennen was jetzt Weicheier. also wie wir in Island waren, ähm, das war einfach so pseudo Abenteuer. Du hast genau gewusst, du fährst mit dem Auto jetzt von Reykjavik nach dahin und da hast du ein Hotelzimmer. Ja. Das na, so ich glaube, glaub deswegen, deswegen wiederum taugt man das Kämpfen schon, weil, es, weil das ist halt nachher schon ein bisschen eher Abenteuer. Also ja, ich ich, ich finde das auch irgendwie so lässig. Man baut sein Zelt auf, richtet sich noch, sein Platz, daher, dann haut man den, den Gasbrenner an und kocht sich was. Das, das würd, wiederum habe ich ganz gern. Ich würde beim Zeltaufbau scheitern. Ich, ich weiß es einfach. Es gibt mittlerweile Wurfzelte, die wirft man einfach nur noch. Die ich glaube, ich, ich, glaub, ich war für das zu blöd. <laughs> ich glaube, ich würde schaffen, dass das hin ist. Nein, na, na, kämpft wiederum mag ich, aber aber das, das stimmt schon, ein Campingurlaub ist jetzt nicht unbedingt entspannend. Also man merkt, dass man auf dem Boden schlaft, egal wie dick die Unterlage ist. Ja, also wie ich gesagt, Schlafsäcke, also das aber ist Es ist halt wieder oben Abenteuer, aber sowas, ich mache sowas ja nicht regelmäßig. Also. Alle sieben Jahre mal. Na, eigentlich so jetzt, ja. Ich nur letztes Jahr wir, haben wir uns erste Mal an wirklich an pauschal gebuchten Urlaub gegönnt. Okay. Was sagen uns nett war. Das war wirklich nur eine Woche umliegen und nichts tun. Ja, okay. Also, weil wir jetzt eh schon gerade so von, so ein bisschen im Snob-Bereich sein, weil wir immer ein eigenes Board haben wollen. Ja. Ähm, es gibt jetzt sozusagen das Uber fürs Fliegen. Uh, das muss ich mir anmelden. Nennt sich Chat Class. Mhm. Ähm, ist relativ neu. Problem ist leider derzeit noch, ähm, wenn du zum Beispiel von Wien nach Brüssel willst, musst du zuerst nach Zürich und dann von Zürich nach Brüssel. <laughs> um, das ist so jetzt etwas, was ich halt ein bisschen noch komisch gefunden habe. Aha, aber es gibt keinen Direktflug wieder. Nein, Wien es ist, ist gerade alles im Aufbau. Also, das, wenn man sich, du Link ein, du siehst schon welche Standorte noch zurückkommen. Aber jetzt, ich meine, gerade, ähm, weil du fliegst halt dann wirklich in so einen kleinen Chat, also das ist so ein kleiner Privatchat. Ah. Also, das heißt, ja, jetzt ist es ist der Preis von Wien nach Zürich liegt bei 390 Euro. Das ist. Okay, das ist schon nicht ich mein, günstig, aber auch nicht. Ich, mein, ich sage jetzt so, wenn, Abitant, ich glaube, ja. dass der Flug, wenn du ihn spontan von Wien nach Zürich brauchst, nicht viel billiger ist. Das ja. standardmäßige. Ähm, vor allem, wenn du jetzt ein regelmäßiger Fluggast einfach hast. Also kriegst. und da vermieten quasi so, so eine ähm, reiche Leute wie mir sehr Chats. <laughs> genau. Also mein Chat gebe ich nicht aus der Hand, aber andere machen das. Genau, ich meinen zweiten gebe ich da immer einen. Einen ah, also, zweiten ja, Studierenden? Ja. ja. Okay, nein, ich, ich habe ja einen. Okay. Aber den gebe ich nicht aus der Hand. Okay, das, yes. das und einen Piloten und. Ja, das und vermitteln das quasi und, und, und dann kannst du da, dann gibst du halt Termine vorgeben quasi Geld dafür dass du dein Chat ich, verleihst ich, ja wahrscheinlich Wird so, dann so, sein. so in etwa ja und Chat Class ähm, ja. schneidet noch ein paar Prozentchen mit und genau dann? also es ist sozusagen Uber für Flugzeuge das ist echt geil ja also ist sicherlich nicht schlecht also wenn man das braucht ähm, vor allem du sparst dann ja natürlich auch den ganzen Sample. du musst nicht du das checken wahrscheinlich vier fünf Leute ein das ist interessant, mir fällt gerade ein, ich habe vor ein paar Jahren an einem Projekt gearbeitet, das genau oder so ziemlich so ein ähnliches Konzept gehabt hat. Sehr interessant. Jetzt, jetzt muss ich überlegen, wie das geheißen nochmal schauen, ob es das noch gibt. Das ist interessant, ja. Ich, mein, ich glaube, das ist halt wirklich, ähm, Das ist, die nennen sich ein Reinventing Business Class, also das heißt... Ähm die, die setzen halt auf die Kunden. Also, es, ist, es ist, wird jetzt nie die Budget-Variante werden. Also, du wirst jetzt nicht ähm, um 80 Euro einen Flug drin kriegen, glaube ich. Ja, ja. Es ja, also wird da schwer. Also, das ist natürlich. Aber ähm, du hast halt noch hast so ein so Reisegefühl, wie, wie du fliegst mit deinem eigenen Privatjet. Ja, mit ja, klar. Schlacht das ist vom Flughafen. Und, ja. Ich glaube, das hat es ja, ja schon goldeck Airlines oder sowas, die es ja abbuchen können. Aber das ist ja auch sündhaft. Also, es ist ja wirklich der Mieter im ganzen Privatjet. Ja. ja. Ähm, aber nein, also ich, ich, ich denke, da könnte durchaus eine Zielgruppe sogar dafür vorhanden sein. Ja, da bin ich mir sehr sicher. Also äh, es hat schon was, warum nicht? Äh, es ist jetzt. Ich meine, mir war jetzt, da was ich gerade singen mir war die Flugzeit viel zu früh, aber okay, kann ich nicht ändern. Ja, um halb acht Abflug, oder? Ja. Wow ja, halb acht ist schon hart, gell. Ja, es, es hat grausige Zeit. Oh, da muss man, viel zu, muss man ja mindestens, mindestens um, um sieben am Flughafen sein, wahrscheinlich, gell? Ja. ja. Halb sieben am Flughafen sein, das heißt, man muss im mindestens um halb sechs aufstehen. Das ist furchtbar. Naja. Also, wie schon gesagt, so 10 wäre okay wegfliegen, das würde ja passen. Am 10? Ja. Ja, ah, das ist zu spät. Naja. Hast du nichts mehr vom Tag nachher? Ja. Okay. <laughs> Wenn das so ist. Ähm, nein, aber wir, wir verlinken es wieder rein einmal. Ähm, und so, so der Hauptumschlagplatz ist anscheinend derzeit Zürich. Also von Zürich mhm. kommt man ziemlich überall hin. Ja, da bin ich jetzt irgendwie nicht überrascht, mhm. oder, dass das Zentrum der Business-Chats-Vermietung in der Schweiz ist. Oder sind das jetzt nur wieder meine Vorurteile? Vielleicht nur meine Vorurteile. Wahrscheinlich. Also. Aber es, es folgen noch weitere Destinationen. Also. Yeah. Um, aber oh, vielleicht irgendwann einmal, können, kann man sie vielleicht einmal selber brauchen? Weil vielleicht findet man irgendwann einen Flug da drin sogar günstiger als wie mit einer Fluglinie. Ja, jetzt wo das europäische Flugliniengeschäft ähm, langsam zur Richtung Monopol geht, während die Preise wahrscheinlich auch wieder anziehen. Ja, es gibt ja eigentlich Lufthansa. Also hey man, in, in Mitteleuropa. Da, zum der Vorteil ist zumindest, wenn Lufthansa fliegst, du weißt schon, dass es funktioniert und dass die Fluglinie nicht pleite geht. Ja. Weil, wie schon gesagt, Eurowings funktioniert auch, ähm, die funktionieren ja alle. Also, das ist, gehört alles zu Lufthansa natürlich. Ja. ja, aber Eurowings hat ja teilweise nicht einmal eigene Flieger, weil ich bin ja auch ähm, letztes Mal Kreta Urlaub waren, was ein Eurowings-Flug operated by. Air Berlin, glaube ich. Ja, okay, ja, das ist. Ähm, Na, es gibt. Äh, ja... Ich, 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 das sind so komische Konstrukte, wo ich einfach nicht mehr durchblicke. Ja, wie das das funktioniert. Du, ich glaube, du kannst Flurlinien nicht verstehen. Das glaube ich geht fast nicht. Also das ist. Ähm, weil, ja, man versteht es einfach nicht. Äh, wie ist es? Chatclass. Chatclass, ja. Chatclass.com. Äh, ja, also bin gespannt, was sich da noch tut. Ich meine, weil ja warum nicht jetzt ist es möglich ja ja ich habe ja schon einen Privatflieger ja ja eh aber von, von dem her ich, ich kann eh wenn ich will ich hätte das sowas gern für Yachten weißt weil da heute halt zwar eine in Monaco und eine in in äh, ach wie heißt's? Ja, irgendwo anders stehen. Ich glaube, das ist noch auf hoher See. Ich mein, da brauche ich ja nicht beide gleichzeitig. Nein, nein, natürlich nicht. Also da könnt ihr auch vermieten. Also so Uber für, für die Privatjachten war interessant. Werde sich ja auch noch klemmen? Nein, ich hoffe. Ich hoffe. Also, das, das, oder ich habe jetzt die tolle. Ich mach schon Uber für Yachten. Ich mache Uber für Yachten. Danke übrigens an die Podcast-Zuhörer, die, die mir die Yachten bezahlt haben. Also, genau, also da hast du sicher viel Yachten gekauft. Da hast du nicht einmal ein Schindel für den Boden gekauft. <laughs> <laughs> ähm, Na, es, es gibt auf alle Fälle, also es gibt Ideen in der Welt. Zum, das ist zumindest etwas, was mich immer freut. Ja, äh. das, ja, es, es, es hört ja, es zumindest nicht auf. Ja. Aber es ist halt jetzt keine Revolution, so wie Uber Nein, noch mal so. Uber aber ist man baut klar, jetzt auf, auf das Nein auf. Äh, Uber aber. ist natürlich, das ist die Ding gewesen, ähm, ja, das war, wie gesagt, das ist nach wie vor noch sehr, man merkt sehr, dass es noch immer sehr revolutionär einfach ist. Ja. Weil es ist, hat sehr viel Widerstand natürlich, ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Uber ist beim Sterben. Ich weiß es nicht, ich meine, lift Kimper jetzt immer mehr auf. Ähm, aber Uber, ich glaube, dass die Nachrichten einfach gleich schlechter sein, als es wirklich ist. Also ja, ist es ein Österreich Lab, Uber? Ja, ja. Fahrt nach wie vor in Wien. Ah, okay. Schon einmal genutzt, oder? Ja, ich fahre Uber, fahre ich recht gern. Also das. Na, vor allem, ich singe nicht ein, warum ich, wenn ich ein Taxi rufe, warum ich 2 Euro Funkgebühr zahlen soll. Ich verstehe das nicht. Echt? Ja. Das, ich noch nicht Nein, das ist bei einem Taxi standardmäßig in Wien. Du zahlst Funkgebühr. Ah. Ähm, ich meine, sie schaffen es ja nicht, das Ganze zu okay, digitalisieren. Halt das aber. ist auch, sie schaffen es ja nicht, das Ganze zu digitalisieren oder irgendwas, wo man denkt, ja okay, dann es einfach verloren. Tut mir leid. Also ich, 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 ich finde das teilweise ähm, in, in Hamburg so grandios oder, oder München oder so ähm, App drauf aufs Handy, zack, äh, fordern, man sieht schon, wo das Auto ist, kann ja. sogar entgegengehen, wenn man ja. will, zack, eine fertig. Ja. Äh, was halt nervt bei Taxifahrern, Bla 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 bla. Die reden halt gern. Ich finde es ja ganz nett, aber ich mag einfach nicht mit irgendeinem Menschen kommunizieren, den ich nicht kenne. Also, <laughs> ja, das Kind, es ist so, ähm, du hast so 50-50 chance Teilweise gibt es ja Taxifahrer, die reden gar nichts. Nein, da, das sind mal die Liebsten. Ja. Das sind halt noch die Grandlei. Ja, da ja. Ja, hast in Wien gute Chancen. Ja, wie? <laughs> du hast in Wien gute chance. Nein, Wien, Wien, Wien habe ich, ich... nie Taxi gebraucht, weil ich mit dem öffentlichen Verkehr in Wien so super zurechtkomme. Der er ist ja super, der öffentliche ja. Verkehr ist gut in Wien. Und also. vor allem günstig. Und, und, ja, also. Und ich bin halt, ich bin mittlerweile keiner, der so ein paar Schritte ähm, zu Fuß gehen scheut. Also, also ja, ja, ich weiß, das ist ähm, das Na, aber Wien, glaube ich, bin ich noch gar nicht mit dem Taxi gefahren, aber ich kenne es halt von von Innsbruck draußen. Ähm, Funkgebühr kannte mir jetzt nicht erinnern. In Innsbruck ist halt teilweise so da sollst halt schon brutale Zuschläge hast, wenn ein Stadtgebiet verlässt und das ist okay. in Innsbruck haben wir Zeiten ziemlich schneller voll. Ja ja klar, das ich kann da passieren. Ja. Die Stadt ist nicht so groß, äh, aber wenn Sie glauben, Sie waren so groß, aber Nein, äh, Innsbruck ist ein kleinerer Dorf. Ist ein ist aber eine nette Stadt, aber das mit die mit die äh, ja du kriegst halt gleich mal Zuschläge äh, schon schon wenn du das Stadtgebiet einfach nur ein paar Meter verlässt, sollst schon keine Ahnung ein paar Euro Zuschlag und okay das äh, eben und all seine Dinge, wo du denkst es ist nicht transparent, du, du checkst es einfach, einfach nicht. Nein. Und vor allem bei Uber, es was ja wirklich schön ist, gerade wenn ich in einer fremden Stadt bin, ich sehe die Strecke beim Uber, ich sehe genau, wo der hinfährt, mhm. wenn ich sage, ich bin jetzt so paranoid und traue den Kerl nicht. Weil dann kann ich irgendwann sagen, hey, warum fährst du jetzt drei Runden im Kreis gerade? Mhm. Weil ich sehe es einfach, das ist das Schöne bei Uber. Ja. Ist es so deutlich teurer als Taxifahren in Wien? Weil Taxi Uber ist in Wien ja auch schon teuer. Ja, Uber ja, ist relativ, Taxi. Vor allem, du siehst halt bei Uber genau, was es die Kosten wert. Wenn jetzt zum Beispiel Stoßzeit ist, ist es natürlich teurer. Mhm. Aber wenn jetzt normale Zeit ist, oder so, dann ist es relativ günstig. Mhm. Ja, das ist. Das hat schon was, ja. Also ich glaube, ich bin sogar schon mal um 2 Euro Uber gefahren. Wow. Also es war eine recht kurze Strecke, aber es war halt sehr umständlich gewesen, hinzukommen. Okay. Das, okay, ja. ähm, aber das war einfach, weil es gleich ums Eck war, das hat nur 2 Euro gekostet ja okay. also das war das war noch voll okay ja also das äh, na Uber finde ich ja recht also nach wie vor finde ich ja sehr gute Idee ähm, okay nachher gehen wir weiter zu diese gadget Picks wo ich das mal zwar rausgesucht habe du hast zwar so gesucht und ich war nachlässig und genau mhm. also wahrscheinlich das hast du sogar eh gehört das ist dieser ähm, dieser neue sozusagen Schierspüler, Waschmaschine, Kochmaschine, was weiß ich, was ich was nennen will, ja. ist von Frog Design und ist, von, ist für Heatwork gemacht worden, ist so für Single-Haushalte konzipiert. Eine Waschmaschine, die du quasi auf den Tisch stellen kannst, ist alles transparent, du kannst zuschauen, füllst Wasser ein, druckst auf den Knopf und dann wird es über Hitze gereinigt. Das Geschirr. Genau, das Geschirr. Du könntest theoretisch sogar einen Hummer drin kochen. Also, du kannst, nein, nicht theoretisch, du kannst sogar nochmal drin trinken. Ja, ja, aber haben. da ist es wirklich, da geht ja. einfacher. Und ähm, du kannst ja Wäsche waschen damit. Aha. Also, ist jetzt wirklich, glaube ich, speziell für so Single-Haushalte konzipiert. Ich glaube, das ist, ja. Ja, man wascht damit halt nicht, ist ähm, Geschirr nach dem Weihnachtsessen äh. für eine uh, vier-, fünfköpfige Familie. Nein, es ist nicht aber äh, wird lang dauern. Aber es ist zum Beispiel, da wird sicher den Fall geben, bei Küchen, wo es einfach extrem kompliziert wäre, eine Spülmaschine einzubauen. Mhm. Nimmst du einfach das, ja. Kleine Einbauküche, wo ja. kein Platz mehr ist. Zum Beispiel, sowas. ja. Oder sowas, ja. Wird sicher nicht ganz günstig sein. Äh, ich glaube, es gibt sogar einen Preis, 300 Dollar. Oh. Also das ist... Ja, also Preis-Leistung ist schon schwach, aber ja, es ist jetzt mhm. a, Ich habe jetzt eher mit 800, 900 gerechnet. Okay. Na, ich glaube, Sam war es zu teuer. Also Sam, glaube ich, wird es keiner kaufen. Ja. Aber... Ja, ich frage mich aber, in welche Nische wollen sie? Weil es gibt kleine Geschirrspüler auch. Richtig, aber die, die zwei a noch relativ. Aber oh, du brauchst schon einen Wasseranschluss, den brauchst du nicht. Aha, du dann füllst du das Wasser immer -hmm. mit Spülgang auf. Also das ist halt... Das war was fürs Campen? Das, ja, ich glaube, Stromanschluss brauchst du halt. Ja, das hat, hat man oft bei den Campingplätzen also, schon. Zum paar. Beispiel, wer A Einsatzzweck, dann hast du einen Geschirrspüler. Also auch, ich, wie schon gesagt, single ich will mal auf die Amazon-Wunschliste Also Single-Haushalte sind sicher auch ganz gut dabei, mhm. also weil ich mir denke, weil vor allem da habe ich den Vorteil, ich muss mein Geschirr gleich abgewaschen. Mhm. Also ich das heißt, ich brauche nicht 27 Dollar an und schalte erst noch die Spülmaschine ein. Ja, und ich glaube für 300 Dollar ist das schon uh, so ein Preis, <laughs> wo man sagt, ja, warum nicht? Also es ist noch eh, das Video ist eh beim Artikel dabei, und ja, das ist ja ganz so interessant. Ja, das, das ja. Also du kriegst vor allem, es, was man da sieht. Im du, Gegensatz zum Motorchimp das schon mal, ich das das sogar gut aus. Das ist schon gut aus. Ja, aber <laughs> ja, Motorchimp ist nach wie vor, der ist der Wahnsinn. Also, <laughs> ähm, ich würde mich freuen, wenn ich mit sowas in Lien einmal rumfahren könnte. Ja. klar ja. <laughs> ja, natürlich, das ist mein großer Traum. <laughs> ähm, oder ich kann ja in die Privatchat reinschmeißen. In Motorchimp. Ja. Also kann ich am Flughafen hin und her fahren? Ja, es stimmt eigentlich. Ja. Wir könnten ja eigentlich morgen da hinfahren, wo sie Motorchimp ist. <laughs> wo ist Singapur, oder? Ja, ja, irgendwo da, ja. Ah, vielleicht geht es sich morgen noch aus, Am Abend <laughs> kann ich nicht, aber na, das wird sich das Wochenende dann nicht ändern. Äh, machen wir nächstes. Ach, blöden Zeitzonen. Ja, ja, das ähm, da ist übrigens, das habe ich im besten Spruch, das, der kommt vom Lambert, wenn Zeitumstellung ist, schreibt er meistens auf Facebook hier in der Chatlet für das Proletariat. <laughs> das ist so der beste Spruch. Da, da habe ich heute, ähm, wo wir gerade bei Zeitumstellung sind, habe ich heute gelesen, die EU will es wegbringen. Ja, sie wählen und sie, ich ich meine, es wäre kein großer Fehler. Es wäre kein großer Fehler, aber. Ich hätte gern, dass sie die Sommerzeit fürs ganze Jahr für Nein, machen. Nein, bitte nicht, dann muss ich mich nochmal umgewähnen. Nein, weil, weil ich finde es im Sommer schon angenehm, dass bis 10 Uhr hell ist. Und wenn sie die Sommerzeit abschaffen, dann ist nur bis 9 Uhr hell. Ja, irgendwann ist halt Nacht, das ist so im Leben. Also das stört <laughs> Nein, mich. Ähm, war auf alle Fälle, aber. Dringend notwendig, dass sie die erste ja Also den, den Nutzen, den sie vielleicht einmal in die 70 er Ja, der hat, vorbei. Oder irgendwann, na 70er, oder? Ja, 70 er Die ja, Zeitumstellung hat sie, glaube ich, eh schon ewig gegeben. Die hat sie unter Herrn Hitler auch schon gegeben. So weit, so, das war's. Die hat sicher gegeben. Ja, ja. Ich mein, nein, ursprünglich, glaube ich, geht es ja wirklich auf Krieg zurück, damit du eine Stunde länger Zeit hast, ähm, Krieg zu führen. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja wirklich, das ist ja, na, wirklich, ey, das ist ja also, nicht einmal so. Ich war nichts beleidigt, wenn die Zeitumstellung endlich weggekommen ja. Nein, also das würde mir auch eher gefallen also war nicht von Nachteil. Nein. Ähm, aber ich habe jetzt noch was und zwar, das ist, das wirfe jetzt einfach gleich so rein, weil ich habe mich zwar da angemeldet, dass ich da äh, an dieser Beta teilnehmen kann. Das, die Software heißt Coda. Und Coda ist sozusagen die nächste Generation von Excel mit Word gemischt. Das heißt, du kannst da deine Custom-App quasi da drin bauen. Also es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten, wo du nachher so ja Dienstzuweisungen machen kannst und was ist Du kannst das halt alles custom zusammenbauen. Okay. Also das ist jetzt, es ist sogar lustig. Es steht so, es wissen sogar die Macher selber nicht, für was es alles geht. Deshalb darfst du es ausprobieren, damit sie einmal drauf kommen. was du alles machen kannst. Mhm. Ist ein Dienst läuft bei, beim Provider äh, bei dem Dienst Ich glaube, ja. Poder. Also ich habe ja, mir nicht selber hosten. Ich, Sonst das ist interessant für ein äh, Business Einsatz. Kann sogar sein, dass es selber hostbar Vielleicht ist? So. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe es einmal, einmal, ich bin mal angemeldet. Ich habe bis jetzt kein Feedback gekriegt, dass ich genommen worden bin. Ja. Ähm, aber es klingt zumindest interessant. Ja, man, man kann sich so, da quasi seine Sheets so selber zombbar wie man es haben will. Genau. Ähm, zum Beispiel Abläufe. Weil ich kenne das für mich, also für für mein, äh, für mein für mich, für meinen Job eben als, als, als Produktionsleiter, glaube ich, kann das gar nicht so uninteressant für Abläufe und so weiter. Eben, vor allem, weil es ist meistens so, wenn du diese ähm, Trello oder wie das ja alle heißen, mhm. die sind halt immer so statisch. Du hast das, ja. friss oder stirb. Aber das ich, ich hätte gern, ich, ja, ich überlege mir ja schon lange eine Lösung, wo man, wo, man, wo man bei mir da in der Firma den, den Workflow viel, viel ja. besser organisieren kann, sodass jeder der einmal, wenn jetzt einmal einer ausfällt wegen Krankenstand, dass jeder in den Workflow einschauen kann und gleich sieht, so läuft das, ja. das ist der Ablauf und und, und da, ja, das war gar nicht so uninteressant, ja. Muss man mal anschauen, ja? oder Coda. Coda, ja, also das, ja, bin mal gespannt, was draus wird. Dass hm. das auch erledigt ist. Aha, was hast du da für schöne Werbung krieg? Keine Ahnung. <laughs> ja, Facebook-Notification krieg für einen Beitrag. Ah, ich glaube, du irgendwas ich wieder geliked. Da keine Ahnung was. Okay, ich war ist SPÖ? Das war der Herr Kaiser, Aha, okay. so ein Kärntner Landeshauptmann. Der hat sich zu Wort gemeldet. Na, das, ich habe da irgendeinen Beitrag, wieder kommentiert. Okay. Äh, Im positiven Sinn. Ja. Okay. ja eigentlich nicht. Ja. <laughs> also der SPÖ gegenüber ja. schon positiv. Okay. Äh, Genau, no, das ist das, und nachher können wir, ähm, was, was ich meine, es ist, wie soll man sagen, es ist buch, traurig, schier. Ähm, Fitbit stellt den Pebble Support ein. Ja, das war zu erwarten. Das ist war zu erwarten. Ja. Ähm, wobei ich es nach wie vor schade finde, weil ich das eigentlich die einzige Smartwatch, wo ich die, wo ich den Einsatzzweck von der Pebble schon sehr beschränkt gefunden habe, weil man zumindest gewusst hat, okay, die halt zumindest drei, vier Tage Akkukapazität. Ich, ich, ich habe nie ein Bebel oder sowas, aber ich verzeih das Fitbit absolut nicht, Bebel aufzukaufen. Und, und mal dann einzustellen. Einfach alles einzustellen. Das, das, das ist für mich. Ein, ich, äh, ja, es ist in der, in der man merkt, sie haben gewisse Ansätze in ihrer Uhr verwendet, ja. aber es ist... Ich denke, da war, da war wirklich eine Community eigentlich dahinter. Das, das war ja das Coole bei Babel, ja. weil es so, so ja. eine starke Community ja. war, wo es eigene Apps geschrieben ja. haben, wo, wo, ich mir war, denke, wo man hatte ja mit der Uhr ja eigentlich alles machen können, dass ja. es so angenehm offen ja. war. Ja. Vor allem, wie schon gesagt, das e-ink-Display, was ein Fort-Display dann war, ja. es war so nett. Es war irgendwie, es war kein High-End-OLED, aber das war wurscht. Es war einfach, es hat was gehabt. Es hat einen ja. gewissen Charme. gehabt. Nein, und und vor allem die Erweiterbarkeit ja. ja. und die Fitbit-Sachen. Das ist alles so. Du du kriegst nur Fitbit. Ich, du kriegst nur Fitbit, du kannst da nichts mehr groß optimieren, glaube ich. Ja. ich. Ich glaube, du ist, ist gar nichts mehr mit, mit Custom-Apps, die darauf laufen oder sowas. Das, Na, das, ja, also, das finde also, Babel. Babel ich einzustellen, ja, ich meine, die, die Babel-Time, sie war einfach das, glaube das große Problem war, dass sie zu teuer war. Ja. Also, dann ist sie zu teuer worden. Ähm. Die Babels waren nie sonderlich günstig, ja. Na, aber also das, was Fitbit, das finde ich schade. Also dass sie das so haben mm. Nein, Fitbit ist für mich unten durch. Also ich, das war damals, wo ich man mal Sportuhr geholt habe, sogar noch im Hinterkopf und ich na Fitbit, das lege ich mir nicht zu. <laughs> na echt, äh, ich, ich, ich bin da beinhard. Also manche Entscheidungen, die werden durchgezogen. Die ich, mein, das habe ich auch zum Beispiel, damit man wieder mal ähm, auf ein anderes Thema kennt. Zum Beispiel, ich werde nie beim XXX-Lutz irgendwas in mein Leben kaufen. Äh. Wegen der Werbung, oder? Wegen der Werbung. Das, ja. ist, ist, das vor allem, wenn die die Werbung wieder abschaffen, ich kaufe da trotzdem nicht ein, weil das sage ich, wer sowas macht, der verdient es nicht, irgendein Stück zu Na, verkaufen. Ja, stimmt schon, aber wenn es noch dem geht, der von nicht beim Kika einkaufen, weil die Werbung mit dem David Alam, ich bin der Kika. Das ist, das, das ist also so ein merkwürdiger anbiederungs Ja, aber verstehe, die ist, ist nicht über Jahre so penetrant wie diese XXX-Lutz-Familie da. Weil die ist wirklich, ja. die, die, die drucken es da seit was Gott wie lange eine, wo man denkt, boah, ich schmehe das geht. Nein, nicht. Die, die, die Familie Butz, wie sie sich nennt, klar. Äh, für die Werbeagentur, die das geschaffen hat, ist das natürlich Ja, der Wurf mehr liegt denn, was sie ich, wie die heißt. Ja. Es sind eh die, immer die gleichen. Das ist eh Ich finde ja, unser Problem bei uns ist ja nicht die Werbung, sondern generell die Werbung, weil es kaum eine Werbung gibt, die lustig ist oder so. Es gibt, ich mein, es, äh, und, und fast durchgehend ist Werbung nur schlecht. Das ja. ist auch, es ist schlecht gemacht. Ja, es hat auch gute, Ge ich war das von Hornbach, ähm, glaube ich, da gibt es die waren normal immer auf lustig, da also hat es einmal eine gegeben. Ja, nach Hornbach, Bo Hornbach äh, waren ja. Sind geile ja, Werbung. Ja, das stimmt. Nein, wieder, da ja. haben sie die gemacht, wo er die Treppe da gebaut hat und ja. dann siehst du, was von dir bleibt, wo da so die Erinnerung an seinen Großvater oder Vater ja, ist. Ja. Die war zwar sehr die war melodramatisch, Also ja. ja, sie war verdammt gut, also das muss man echt sagen. Das, das ist das ist bei Hornbach äh, eh so. Ja. Die Werbung, was die machen, die sind einfach handwerklich verdammt ja. gut Das Die sind echt super, also das sind starke also, Werbungen. Das ist starke Werbung, das also, stimmt ja. Also das ist so. Ähm, wie schon gesagt, mein Favorite ist nach wie vor die Frukade-Werbung, wo die zwar da die Flasche da so mit ihren Körper halten, jetzt nehmen sie schon die Frukade. Ja, das, ist das, das ist nach wie vor die beste Werbung, was ich gesehen habe. Äh, es gibt momentan, ich glaube, eher von Lutz wieder so eine, noch eine so ekelhafte Werbung, wo sie so grauslich mit den jungen Menschen anbiedern und ähm, für ihre Lehrstellen beim Lutz werben. Mhm. Für Lehre mit Matura beim Lutz. Und das ist so richtig, richtig schlecht gemacht. Das hat sich sicher ein Old White Man überlegt in der Werbeagentur. <laughs> es ist katastrophal. Er singt da oder rappt da mit Auto-Tune ja, überdünnigt. Da, da, das ist sowieso, ich meine, wenn jemand zu rappen anfängt, dann warst du, dass es schlecht Wert. Also äh, die, 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 die Fanta-Werbung, die letzte, wo es so beim Aufsichtsrat sitzt. Achso, ja, Jetzt ja. ja, ist schon erledigt. Ja, ist schon erledigt. Ja. Ja. Die coolen Teams machen da das neue Flaschendesign oder Das bla. ist genau wie jedes, wie jeder, wie 90% der YouTube-Influencer ja. sein. Ähm, wenn man denkt, es hat Jan Böhmermann eh mal an super durch die Mangel genommen, der nachher da seine Rechnung vorgelegt hat und mm. sowas. Ähm, das, ist, das ist sehr gut gemacht, aber es, es ist furchtbar. Und vor allem, was ja das Schlimme daran ist, diese YouTube-sonstigen Instagram-Influencer, die haben ja teilweise Zielgruppen von Hunderttausende bis Millionen Leute. Yeah. Ich meine, und die ich glaube, die wissen gar nicht, was eigentlich die für Verantwortung tragen. Ja, da hat es eh, ähm, eh glaube ich, letztes Jahr mal die, die Diskussion dazu gegeben. Ähm, du redest jetzt von Werbung, die die Influencer zeitung Ja, also, wo, wo du denkst, das, die das, muss jetzt gekennzeichnet ja, werden. Ja, aber weißt, ja. wenn man denkt, selbst wie, wenn, die, das, weißt, wenn ähm, die irgendein Produkt pushen, dann will das jedes Kind, jeder Teenager kauft das dann. Mhm. Egal, was das für Schrott was ist, Was das für Schrott ist, ja. Ähm, weil man denkt, das kann es echt nicht sein. Ich mein, das ist äh, da, da ist überhaupt kein Verantwortungsbewusstsein vorhanden. Ja, also äh, ich bin ich finde das auch schlimm. Also, mal ich, ich folge jetzt bei Instagram, auch ein paar quasi so Influencern äh. aus, dem, aus dem Fitnessbereich und so weiter und so fort. Ähm, aber da stört mich das nicht, weil also zumindest eine hat einmal geschrieben, der hat das ausführlich sogar geschrieben: sie macht Werbung für Produkte, aber nur für Sachen, nur wirklich nur für Sachen, von denen sie auch überzeugt ist und die sie auch wirklich ich dauernd nutzt. Ich meine, es gibt da noch eher einen Link, den habe ich dann später: Perlen des Influencer-Marketings, wo total schlechte Bilder sein. Also, das ja. sind so diese gefakten Bilder, wo du denkst, da ist eine, ja, ich bin jetzt heim zur Mama kennt, hat groß die Milka-Schokolade in der Hand. Natürlich, was hat man sonst in der Hand, wenn man hat? Ah ja, ja hab das habe ich gesehen. <laughs> das, 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 äh, das war die. Das hat die Milka. Ja. Milka ja. wollte die ja. Influencer Boah, Das ist so katastrophal schlecht. wir eigentlich, wo, wo zieht man sich sowas her? Wo, Na, ich. ich ich frage mich, welche Medienagentur oder Werbeagentur berät Milka in ja. dem Fall oder ja, allem, welche ich, Firma dahinter? Wenn das als Milka sieg, das cancel ich. Das cancel ist sofort. dass sage ich, was ist denn das bitte? Nein, das, 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 das cancelt keiner, weil da äh, sitzt das Management drin, das keine Ahnung hat und die sagen, ja, es ist hier relativ günstig, passt, es mal durch. Ja, aber... Das, das will, hey, so will ich nicht mein Produkt in Verbindung gebracht haben. Ja, das das ist, deswegen sollte man BWLer nicht über Werbung entscheiden. Nein, eh, ich eh sehe ab und dann. Ähm, wie schon gesagt, BWL, also BWL, das Studium, über das kann man sowieso Jahrzehnte diskutieren. Also das ist. Ähm, du hast es hinter dir. Ja, aber. ich habe es hinter mir. Das ist, das ist so dieser Zwang, wissenschaftlich zu sein. Also das ist immer das, vor allem sie arbeiten mit Menschen und Menschen kannst du nie hundertprozentig wissenschaftlich erfassen, weil es nicht geht. Ja, es sind soziale Wesen, die teilweise unlogisch sein. Ja, äh, ja. Das ist, also sie wählen auf Zwang. Ja, Problem, ja. mein Problem ist, es ist keine Wissenschaft. Na, sie wählen ja. auf Zwang naturwissenschaftlich sein, seien aber einfach Geisteswissenschaft. Sie kennen aber nicht mit dem Maßstäben, die die Naturwissenschaft hat, kann man Na, sowas nicht Genau, machen. Das, ist, ähm, das ist es. Ich meine, vor allem BWL ist simpel gesagt eine Mischung aus Philosophie, Volkswirtschaft, hm. Soziologie und Psychologie. Das, ja. ist, das ist BWL. Ja, mein Liebster macht auch grad, also ja gerade BWL-Bachelor. Ja. also ich hoffe, sie hat es bald. <laughs> ja, und danach gibt es noch einen Master. Ja, ich glaube, sie hat jetzt noch einen Bachelor, dann nochmal genug für Erste. Nein, nein, das, das zieht man dann noch durch, weil man du hast die ultimative Gehirnwäsche und dann passt <laughs> das. Ähm, Nein, es gibt, das ist so, das. BWL kann ein cooles Studium sein, wenn du. Wenn du die richtigen Vorlesungen hast ja. und die richtige Spezialisierung, kann aber auch kompletter Schwachsinn sein, einfach weil es so viel gibt, wo du sagst, ja, wer braucht das? Also, ich habe bei meinem äh, abgebrochenen äh. Just-Studium ja BWL und, und Wirtschaft teilweise da, dabei gehabt. War für mich eine absolute Katastrophe. Das ist Das Einzige, was mir richtig Spaß gemacht hat und ich glaube, das ist das Einzige, was, was mir im Wirtschaftsbereich überhaupt Spaß macht, ist Volkswirtschaft ja das ist, ist für das, mich ist ich, halt, das das ist so ein bisschen das große Ganze genau, ein bisschen mehr verstehen genau so es Richtung. ist halt brutal theoretisch ja. einfach weil es hat du kannst nicht auf die Praxis umlegen weil es ja. so kompliziert ist eben ja aber wie schon gesagt es gibt ja den guten ist, Spruch in the long run we are all dead also da interessiert es gar nicht <laughs> Nein, stimmt <laughs> ähm, gehen wir wieder hinter aber es gibt jetzt ähm, zu Pebble es gibt jetzt es ist so ich mir kommt vor die Firma hat so ziemlich gleiche Produkte wie Pebble zum Schluss kaputt rausgebracht hast Mobvoi habe ich jetzt alle durch Recherche gesehen mhm. ähm, setzt natürlich auf Android Wear weil ja ist das einzige Betriebssystem was es neben Watch OS wahrscheinlich noch gibt mhm. was du frei verwenden kannst und ja die machen halt Aus, das was sie bauen sich selber Betriebssystem ja dann wird es da wie Pebble irgendwann gehen das ist ja, ja Polar das. macht das ja also mein, mein <laughs> das die, die, die Uhr hat da zum Beispiel ein proprietäres Betriebssystem ja. drauf ähm, Vorteil dadurch Akku-Laufzeit von knapp. Ja, 100. ja, klar, du hast ein Schwarz-Weiß-Display natürlich, ja. ist klar. Ich mein, mhm. Das hat jetzt ein Ford-Display, wahrscheinlich LCD oder OLED, ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich eher OLED sogar. Ähm, Habe jetzt aber auch nicht nachgeschaut. Aber mhm. es gibt auf alle Fälle einen Ersatz jetzt wieder sozusagen, weil die haben ja den Tick-Home Mini, was es bei Pebble zum Schluss angegeben hat. Haben Und die schon was geschrieben zu den Laufzeiten oder hast du schon du Erfahrung bringen können? Ich Glaube, sie haben die Laufzeiten stehen. Sie seien nicht so wie bei einer normalen Sportuhr. Also, das ja. ist so wieder der Klassiker bis äh, zu 48 Stunden. Ja, bis ich meine, wäre vermutlich nicht schwer mehr, erreichen. Nicht weil, äh, ja, ist wie schon gesagt, ist dass es laden muss. Ich meine, sie ist wasserdicht bis 30 Meter von hm. einem Meter für bis zu 30 Minuten. Hm. Ähm, also ein, ein Meter ja, das ist es. Gibt einen Unterschied. Ah, okay, es, okay, es, okay, es gibt unterschiedliche. Es gibt welche, die glaube ich, die gehen besser. Ähm, mhm. ist vom Preis her okay also ist jetzt nicht unverschämt glaube ich ein paar oh. 169 jetzt die Tickwatch Active wo man sagt ja okay passt mhm. also es ist, oh das ist aber jetzt das ist jetzt für Polar ein bisschen Konkurrenz weil Polar also wo jetzt mal Uhr ist ja. die haben eigentlich so sind so neben Garmin und TomTom -Tom, äh, so die mit die Sportuhren unterwegs und von Polar gibt es eben auch eine mit Android, yeah. Android Wear, keine Ahnung, wie heißt das? Android Wear. Android And, Wear, ja. ja. Android Wear. Und die ist aber deutlich teurer. Ich meine, du siehst die Tick Watch Express ist normal die kostet 135. Mhm. Und das ja. heißt, sie haben schon eine gewisse Auswahl. Das also ist jetzt nicht so, dass du, ähm, ich meine, ich weiß, jetzt, ich muss jetzt mal genau die Unterschiede ja. anschauen. Die ist jetzt ja, 169, ja. wahrscheinlich ja. ist der ein bisschen besser wasserdicht oder was weiß ich was. Ähm, aber es gibt wirklich, also es gibt was. Haben die G GPS? Die haben wahrscheinlich eingebaute GPS. Ja. Ähm, vor allem, du hast halt den Vorteil, du hast halt Google, du kriegst halt Updates drauf. Das heißt, es laufen alle Apps drüber. Ich meine, das mit Updates schauen wir mal, aber <laughs> zumindest laufen. Du kannst es mit deinem Android-Smartphone problemlos verbinden und du hast ja. auch Apps. Das ist Problem ist halt wieder Android drauf. Ja, wenn jetzt zum apple Cosmos wechselst, kann ich schon gleich mal eine Apple Watch kaufen. No? Nein, das, ist, das also. ist für mich, also ich bin nur mit meiner zufrieden. Das Deutschland-Argument für dich ist fast 30 Tage Laufzeit. Das ist. Ähm, wenn ich jetzt GPS nicht. Ich meine, sagen so, das ist das Einzige, was jetzt für so urspricht, ist ja, weiß ich nicht. Also, ich meine, sie ist relativ günstig, das muss man sagen. Also, der Preis ist voll okay. Und sie schaut gar nicht schick aus. Von den her, also, es ist so, das ist so ein bisschen an die Stelle von Pebble getreten, kommt mir vor. Ja, ja, Also, das ist halt jetzt statt Pebble gibt es jetzt die. Es wir, wir scrollen gerade äh, durchs Internet ja. und äh, fahren ganz hobby. Ich weiß, das ist jetzt für die Hörer nicht sonderlich interessant. Unten wo die Specs gestanden sind, glaube gleich R 2.0. Äh, okay, Multitouch natürlich auch. Ja. Also, GPS bei du <laughs> GPS. Ja, ist das einzige, was wir da noch haben. Interessiert ist noch an die Akkulaufzeit mit eingeschaltenen GPS. Das ist so mein Szenario, wenn ich wandern gehe, zum Beispiel, weil ich tue meine ja. Strecken mit tracken. Okay, ja, also das. Es ähm, geht bei meiner knapp 8 Stunden. Ja, also das. Ja. Ich meine, ich sag so bei der Uhr um 160 oder was weiß ich, mhm. Euro, sage ich, okay, du kannst gar nicht so viel falsch machen, mhm. weil was, was soll passieren? Ich meine, also, äh, der Preis ist auch äh, Kracher. Also. also das ist für das was du kriegst weil du kriegst halt wirklich Android und du kannst Sachen drauf tun einfach noch und nöcher, also Apps gibt's genügend ja. also das ich, ich weiß jetzt nicht ob du kriegst Android ein Verkaufsargument ist <laughs> ja es ist zumindest besser als ich kann gar keine Apps nachinstallieren Nein. das ist mal lieber also na, ja, ja. es ist äh, sicher cool ich meine cool Spotify ja. läuft sogar auf der Uhr also es ist ja was also ja also du kannst sie fernsteuern über die Uhr oder Spotify oder die Playlisten, wenn sie offline hast, vielleicht kannst du sie da drauf speichern, das weiß mhm. ich nicht. Aber zumindest irgendwas. Also du ah, Ja, klar, die Uhr auf der Uhr wird schlafen, du ja. kannst du mit dem Bluetooth Headset koppeln. Ja, klar. Natürlich, ja, müsste ja. Das eigentlich funktionieren, oder? Müsste eigentlich funktionieren, ja, klar. Also es gibt ja noch den Tick Home Mini, der ist noch so ein Sprachassistent für Ja, schon wieder einer. Ja, ich meine, das ist halt Google Assistant integriert. Ah, okay. Das hat, ich glaube, das wollte ja, Pebble wollte ja den, den kleinen Würfel, was jetzt zum Schluss noch gehabt und wollten sie ja in so eine Richtung mhm. gehen, dass du alles so ins Netzwerk reinkriegst. Aber ja, hat sich dann eher übrig. Ähm, ja, das ist so mein zweiter, oder mein, das was halt schade ist, dass es Pebble jetzt quasi wirklich nicht mehr gibt. Ja. Also das ist halt jetzt komplett weggefallen. Ah, ich sehe gerade. Hab ich, ha! ich habe Quality-Land habe ich halt bei die Lesepicks. Ich habe ich habe gewusst, das kommt mir eine Sendung vor. Da, da, da sieht man, wie gut ich unsere Skripten vorher liest. Ja, <laughs> gar nicht. Gar nicht. Und da sieht man, wie gut ich mein eigenes Skript liest. Toll. Gar nicht. Gar nicht. Aber zu zu meiner Verteidigung, ich, ich kopiere teilweise Sachen für next, für die next, für den nächsten Podcast in zwei Wochen. Dann habe ich schon voll Gekleistert eigentlich. Ja, ich sehe, du bist da. Ja, es fällt... Du siehst auf Facebook, was du denkst du, spannend, ja, zieh ich rein. Ja. Ähm, oder es gibt, du hast so viel, ja, es bleiben so viele Themen, gerade im Technikbereich gibt es halt ja. immer was. Ähm, Spaßpick, hab das mal alle an Schäme mich. Obwohl, mein Lesepick ist eigentlich ein Spaßpick. Achso, nun ist es Spaß Es ja, ähm, lustig ist, das, weil wir gerade bei Fitness-Tracker waren, durch Strava-Data ist es gelungen, also ich meine gelungen jetzt im negativen Sinn, dadurch, dass Light Fitness Tracker benutzen, ja. jetzt seien geheime Militärbasen in Amerika aufgelegt worden. Mhm. Weil dort vermehrt halt nachher die Daten waren, ähm, wo du denkst, gut, das Militär passt auf die A <laughs> Man darf das jetzt Strava nicht übel nehmen, Nein, weil Strava macht das. Ja. Also bei Strava ist sie ja der Dienst ich nutze Strava auch, ist der Dienst da, um ja, deine Leute genau. zu tracken. Aber gerade beim Militär müsste man doch sagen, äh, liebe Leute, ja. bitte benutzt keine Tracker, wenn ihr da lauft. Ja. Und es war kein Geheimnis, dass Strava die, 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 die Sachen trackt. Ja. Nur jetzt haben sie eben die Heatmap erstellt, ja. wo, sie, wo, wo, wo sie halt alle Läufe, alle Public gelisteten ja. Läufe und Radtouren, also alles, was auf öffentlich ja. gestellt worden ja, genau. ist, auf einer Karte dargestellt haben ja. und da, wo mehr gelaufen ist, ist die Farb intensiver, ja. und wenig gelaufen genau. wird, ist die Vorab, ja. Halt und laufen. natürlich, eine Militärbasis hat einen beschränkten Raumradius und du mhm. hast jetzt da vermehrt Aktivität natürlich dann, weil ja, das klar. ist beim Bundesheer laufen natürlich äh, einige Leute. Ich glaube, da heint war ja das, dass äh, vor zwei oder drei Jahren bei der USA mit Fitness-Tracker ausgeteilt worden, um die Leute zu motivieren. Ja, gute Idee. Ja. <laughs> also, das finde ich nach wie vor sehr lustig. Also, das hat mir gut gefallen. Ja, das. das ja, also, <laughs> ich, ich hab die. Also, die Heatmap ist auf alle Fälle interessant zu Anschauen. Äh, Macht es einmal. Schaut es äh, bei euch der Gegend oder sowas drauf ist. Äh, ich habe auch geschaut, meine Laufstrecke ist, ja, bin ich der Einzige, der läuft. Also. Naja, vor allem, es ist, Und vor allem, ich bin nicht der Einzige, der was, mit Strava mit wa na, was eigentlich Was eigentlich viel schlimmer ist, ich mein, wenn du das jetzt so ein bisschen weiter denkst, ähm, Theoretisch als Einbrecher du immer mittlerweile relativ leicht, weil du warst zum Beispiel, du kannst von Leuten schön rauslesen, wann sie nicht in der Wohnung sein. Ja, es ist ja jetzt. geht es leichter ich mein, das früher so sagen durch ja, Beobachtung. Ja, klar, jetzt, jetzt halt. habe ich die Beobachtung und die Daten. Ja. Wann läuft der denn? Und dann sehe ich, eigentlich, aha, der läuft immer um die Zeit. Ja, okay, da ist er eine Stunde meistens weg im Durchschnitt. Jetzt habe ich eine Stunde Zeit. Dann soll halt Bude leer zu ran. Ja, ja stimmt. Also das ja, ist, ähm, wie schon gesagt, bei Daten kann man nie genug haben. Das, ma das macht Google und alle anderen vor. Na eh. eh da gibt es eh. immer, da gibt's keine Grenze nach oben. Schaut euch die Heatmap mal an das, und, <laughs> und den verlinkten Artikel mit den Militärbasen. Ja, das ist ja, das mir gefallen. so funny. Also habe ich lachen müssen. Ähm, ja, und jetzt kommen wir eh schon zu den Lesepics. Lesepics. Ich fange mal an, ähm, ich habe es da vorher schon ja. angeteasert, Entschuldigung. Ähm, Quality Land von Marc-Uwe Kling. Äh, es gibt vom äh, 34C3, also vom letzten Chaos Communication Kongress, wo der Marc-Uwe Kling auch zu Gast war, ja. äh, hat quasi eine Stunde aus seinem Buch gelesen und das hat mir dann sofort dazu bewogen... Äh, das Hörbuch, also wo er wo es spricht zu kaufen und habe es noch ich glaube es sind knapp neun Stunden oder sowas. Ich habe es nachher relativ flott durchgehabt beim Autofahren. Ja. Ähm, sehr zu empfehlen, gleich wie auch die seine vorherigen Bücher, ähm, Känguru, die känguru chroniken und so weiter und so fort. Kurz zusammengefasst, habe ich es eh kurz: Quality Land spielt in einer unbestimmten ne, neuen Zukunft. Ähm, spielt würde ich halt auch mal vermuten in Deutschland, aber ähm, Deutschland hast nicht mehr Deutschland, sondern die haben sich umbenannt, weil Deutschland hat irgendwie komisch geklungen und Qualityland ähm, ist jetzt der Name von Deutschland. Und die Gesellschaft ist da komplett abhängig von Computersystemen, Algorithmen. Äh, je, von jedem Menschen gibt es Profile. Es ist jetzt eigentlich schon ein bisschen dystopische Geschichte, aber es ist sehr sehr unterhaltsam. Also es ist lustig erzählt. Und von jedem Menschen gibt es Profile und und Menschen kriegen die Sachen von in der Shop. Was ist Analogie zu ähm, Amazon zu sehen ist wahrscheinlich ähm, Sachen schon bevor sie überhaupt wissen, dass sie die Sachen brauchen, direkt daheim zugeschickt, weil der Algorithmus gesagt hat, ähm, du brauchst das. Ja. Und und ähm, Singles werden über Profile gematcht und, und jeder und und die, die sehr lustige Sache ist, jeder Mensch hat ein Level. Ja. Die super Reichen sind irgendwo über Level 90 und ja. die, die Nutzlosen, also die sind unter Level 10. Also ein Dungeonmeister der 93. Ebene ist ja. noch Ja, <lacht> ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also es ist jetzt so gesehen unrealistische Zukunftsvision, weil es geht bei uns teilweise eh in die Richtung. Es hat mit Facebook angefangen, je mehr Likes und je mehr Freunde, desto. Wichtiger bist natürlich du natürlich, ja. Je mehr Follower auf Instagram oder Twitter, desto der Shit äh, kriegst du von deinen Werbegebern und so weiter. Also desto wichtiger. Ja. Und die Level sind da halt quasi staatlich. Also teilstaatlich verordnet, wobei der Start von den ganzen Werbungen und Algorithmen und so weiter profitiert und so weiter und so fort. Also Herzliches ist an. Also das Buch ist auch zu eins, glaube ich, zum, zum, zum Hörbuch. Ähm, die Audioversion, also das Hörbuch ist halt grandios, weil der Marco klingt. ist, wie ich finde, ein sehr angenehmer Erzähler und ein sehr guter on Entertainer und sehr guter Stimmenversteller. Also er spricht da alle Personen. Äh, ja, also absolut empfehlenswert empfehlen mag ich äh, äh, oder was, was, was halt in dem Fall wichtig ist, ähm, kauft es euch die, das direkt im Shop, nicht bei Amazon oder bei irgendeiner bei Audible. Provider. Oder bei Audible kauft es euch direkt, weil ähm, von, von jedem verkauften Quality Land Hörbuch oder Buch geht nämlich auch Euro an die... Jetzt muss ich schauen, bevor ich jetzt am Play sage an die an, an Verein an die, genau an an deutschen Verein Digital Courage e.V. also äh, äh, Netzaktivisten Datenschutz Grundrechte und so weiter und so fort also die machen coole Arbeit und 15 Euro für die fürs Audio für die, für die Audioversion oder für die Audio CD ist nicht schlimm und A Euro geht an Digital Courage das ist wichtig was was das Coole ist bei Quality Land es gibt eine helle Variante und eine dunkle Variante äh, 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 die Bücher, äh, die, die unterscheiden sich insofern nur, als dass im, im, im Hörspiel und im Buch zwischendrin immer Werbung eingeblendet oder eingespielt wird ja. und gesprochen wird. Und in der hellen Variante ist es freundliche Werbung, in der dunklen Variante ist es ein bisschen martialische Werbung, wo, wo es um Militärroboter und so weiter und Morde und so weiter geht. Aha, okay. Äh, aber auf alle Fälle sehr interessantes... Hörspiel und leider nicht ganz leider Koalition, sondern schon eher Richtung. Ja. wird schon so. Das wird bald so. ne okay, na, ähm, wer mal reinhören. Ähm, und wie ich schon vorher gesagt habe, also Influenza, neuer Ort der Grippe, das kennen wir wieder hinter. Ihr habt den Mobile Geeks-Artikel eben da reingeschrieben. Ich habe den auch auf Facebook geteilt, weil ich ihn echt gut gefunden habe. Ähm, das ist in dem Fall was man echt empfehlen kann, Carsten Drees, Mobile Geeks hat, hat eigentlich ziemlich immer, wenn er was schreibt, sehr gute Artikel. Mhm. Ähm, und da eben ist diese Influencer Geschichte sozusagen, wo es ein Beispiel von einem Dubliner Luxushotel ist, wo so eine Influencerin halt geschrieben hat, ja, na, sie hat gern fünf Tage da Urlaub machen für Ume und dafür macht sie dann Werbung für das Hotel. Und mhm. der hat so quasi gesagt, na. Und dann ist so quasi, dann hat ist halt angefangen, dass sich das so irgendein so Shitstorm entwickelt hat und gegen das Hotel, oder? Ja, gegen sie dann eher, weil der eine sein den, des, die Konversation geteilt hat. Mhm. Und ähm, da sind einmal leid, quasi dann wirklich auf sie grandig geworden und sie hat es so quasi gar nicht verstanden, warum warum. Ja. Ja, ähm, der hat es da in einem im Artikel so schön beschrieben, dass er teilweise da lassen sich so wirklich Kinder vor allem kann spannen, um für, on, für noch kleinere Kinder dann Werbung zu machen. Mhm. Also, ich glaube, die Tragweite ist da viel nach wie vor nicht klar, was sie da machen. Ich, 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 ich finde es extrem schlimm, was da Nein. momentan abläuft. Ähm, da, da werden Menschen gehypt, die eigentlich nichts, die, die eigentlich keinen bewertbaren Inhalt haben, qualitativ Null. Null. bewertbaren ist, ähm, Inhalt vielleicht. Ähm, irgendeine blöden Selfies mit aufgespritzten Lippen und ein, ja, so wie das so. Beispielbild, irgendein Shake in der Hand. Yeah, wo man ganz deutlich immer dies, den Produktnamen, den Firmennamen, alles sieht. Ja, das ist so. Und wichtig, ähm, sind immer Hase schnitten und wenn es geht, so wenig wie möglich bekleidet. Und ja, Natürlich. Sex, Sex sells, yeah. you know that. Also, das ist... Äh, es ist, es ist ekelhaft. Und das ist genauso wie ähm, schon vor ein paar Jahren, was ja auch so ähnlich. So Yelp. Ähm, ja. ja, ich will das essen gratis, sonst kriegst du eine schlechte Bewertung auf ja, Yelp und das so ist, Sachen. Ähm, das ist teilweise, das ist furchtbar. Also das ist. Also das, das ist, äh, wie schon gesagt, und das geht halt so weiter. Ich meine, es gibt, ich man, mein, es ist halt das Problem. Es gibt, man wirklich Influencer ist jetzt generell so ein Wort. Ich glaube, der, was, der, was wirklich Influencer sein wollen, es eh nicht her. Weil die sagen eigentlich, will ich, das, will ich nicht so beschimpfen werden. Ja. Ähm, es gibt ja wirklich Leute, die haben ja wirklich interessante Sachen zu erzählen. Das ist es, und, zum Beispiel und, wir. Ja, okay, sagen wir mal. Ähm. Aber da gibt es halt wirklich Leute, die, die wollen ja was verändern, was weiterbringen. Das sind ja wirklich Influencer. Mhm. Und die da versteht man ja, dass die auch eine Zielgruppe haben dahinter, wo du sagst, okay, da horchen Leute hin. Aber da geht es halt nicht um ein Instagram-Bild. Das ist halt das. Ein Instagram-Bild ist halt im Endeffekt nichts wert. Das, das, ja. das, 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 ist, das ist, bringt die Gesellschaft nicht weiter. Eh, also das, das ist äh, ja. Und äh, vor allem, ich meine, ich, ich meine, auf YouTube ist es ja dann noch schlimmer. Da geht ja das Ganze dann noch in eine, ja, in eine, in eine extremere Richtung. Was mich. Stört bei YouTube mittlerweile, dass sie nicht noch einfach irgendein Video suchen kann oder noch irgendwas Interessantes suchen kann, ohne dass irgendein ja, Kerl aus dem Off oder in einem eingeblendeten Bild irgendwas dazu labert. Es, du bist überrannt von irgendeine Videos von. Ja, das ist. Äh, ich meine, nimm nimm Technikbereiche. Es gibt ganz wenige youtube Kanäle, die du wirklich anschauen kannst zum Thema Technik. Ja. Also nehmen mal jetzt deutsche Sprache allein her. Ja. Da gibt es ganz wenige, wo du wirklich sagst, das kann ich mir anschauen, weil bei den meisten kannst du einfach ziemlich sicher sein, das ist reine Werbung. Mhm. Vor allem, man merkt es ich mein, dann gehst du nach Amerika rüber, da gibt es Kanäle, wo man denkt, hey, kannst du einmal ein Apple-Produkt in irgendeiner Form kritisieren, weil perfekt seien sie nicht. Aber da, da, da merkst du halt genau, da geht es darum, wenn ich jetzt Apple kritisieren würde, kriege ich kein Produkt mehr von seinen. Ja. Ich, wie gesagt, ich, ich will jetzt gar kein Beispiele erwähnen, weil das will ich teilweise leid nicht einmal zumuten, dass du das anschaust, weil ja. das wirklich schlimm ist. Also da kriegst du teilweise alle Zustände. Ja. Ja, es, 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 es ist leider, es, ja. es wird nicht wenig, das wird nicht mehr verschwinden, das ist es. Das, das nee, ist ich mein, man kann leider halt hoffen, dass das Ganze um das sich, in sich implodiert, weil Firmen immer mehr feststellen, hey, was wir da Geld ausgeben, das bringt ja gar nichts. Ja, aber ich glaube, das ist nicht so viel Geld, was die ausgeben. Nein, im Verhältnis natürlich, ja, ich es, mein, ich ist, weiß es, es nicht. es ist, ist schon ist günstig. So Instagram-Influencer, der ist deutlich günstiger zu kaufen wie ähm, fünf, äh, 30 Sekunden Werbung in der Primetime. Ja, ich mein, das und, der, ja das und, und zielgerichteter ist es mit unseren Instagram noch ein A zu werben. Ja, das ist aber auch wieder das Lustige, dann kämpft auch die Firma hinter. Sie schreiben sich ja alle CSR, Corporate Respons Social Responsibility drauf. Und dann ja, denke ich ja. mir, was ist denn da verantwortungsbewusst, wenn du kleine Kinder bescheißest? Ja. Mit einem anderen Kind, das für deine für Schmink vorbewerbung ja. macht. Ich sag, ich, ich sag so Blade ist nicht der der es verkauft nein, nein, sondern blöd ist der der es kauft ich, das finde ich dann, das ist Problem ist ja das dass es halt wirklich jugendliche kaufen einfach ja. da wurde ich halt mahnen das ist so die, die leben da ein reales Leben auf YouTube vor wo du einfach merkst na das ist halt alles gestellt das ist ja das ist ähm, man braucht sich nur die, die deutschen YouTube Stars anschauen das ist nur ein Schaulaufen. Redest du von Bibis Beauty Palace? Also der gehört <laughs> ja noch zu besser an, wahrscheinlich. Na, keine Ahnung. <laughs> das kannst du nicht anschauen. Ja, absolut nicht. Also, ist keine, keine Chance. Also, das ist für mich sogar, das ist ähm, FSK 18 eigentlich für mich, Bibis Beauty Palace, weil das kannst du Kindern nicht anschauen lassen, weil das ist ja eine reine Werbung. Das ist ja, ja, ja Materialschlacht an Werbung. Ja, aber. Werbung hat es immer gegeben, das ist halt jetzt eine andere Form. Aber also, fr früher vor allem war das nicht bei uns damals noch so, dass die Teletubbies so verurteilt worden sind, dass ja. das Kinderverblödung ist. Ja. Schau da mal diese YouTube-Kanäle an, dann weißt du, was es ist. Ja, aber ich sag so: fr Früher ist die Werbung ähm, im Confetti-TV zwischen ähm, Inspector Gadget und Knight Rider gelaufen für Spielzeug und so weiter und so fort. Jetzt nachts ja. auf Nickelodeon oder, oder Nick Jr. Ja, gut. zwischendrin die Werbung. Es ist ja allein, es ist ja eine dasselbe, nur dass es halt mit den halt für, für die Kinder und Jugendlichen ein bisschen so ja noch ein bisschen realistischer und greifbarer ja, wird ja, als Werbeform. Vor allem, ja. Es wird halt wirklich so getan, als ob das nicht. Es wird ja wirklich versucht, das genauso dass es, es ist keine Werbung. Das ja. ist ja genau das, was es ist. Also es ist Nein, das ist es. Äh, das okay. ist. Also da bin ich mittlerweile froh, dass bei Instagram zumindest teilweise die Beiträge entsprechend markiert sind, das ist jetzt eine bezahlte Werbung. Ja. Oder das ist jetzt ein gesponsert Beitrag. Ich mein, so wie bei den, den Artikeln dabei, ich mein, bei so einem Foto, da gehört normal über das ganze Bild so ein, um, so ein Wasserzeichen drüber, das ist Werbung fertig. Ja. Weil das, ich meine, seien wir uns nicht best, das ist äh, das ist lei. Ich meine, wenn ich sogar noch liest, was äh, von welchem Hersteller das Oberteil ist, ja okay, und im Hintergrund nur ein paar Fünf-Losche, hm. dass ich die auch noch gesehen habe. Ja. Mir wundert, dass sie gerade von die bölsch Böllstern die Sieg von Wenzel sie sein. Ja. Also, das fehlt nur aber ähm, ja, aber das ist so mein Lesetipp und eine Sache, was ich auch noch, ähm, das haben wir vorher schon mal gehabt, das ist zwar ein Computerspiel. Ähm, ich habe jetzt das Vergnügen gehabt, die Sea of thieves Beta zu spielen, einmal. Mhm. Ähm, das Spiel gefreut, mir eigentlich schon sehr lang. Um, es kommt jetzt im März. Du kannst jetzt endlich Pirat sein. Ja. Yeah. Und das im Multiplayer. Das heißt, es ist total chaotisch, weil du spielst immer mit anderen zusammen oder allein. Aber es ist eine große Multiplayer-Welt. Das heißt, du kannst andere Piratenschiffe, wo richtige Leute drauf sind, plündern. Und es ist sehr unterhaltsam, einfach, weil es ist, ah, das, es ist so lustig, weil selbst du hast so alte Waffen, einfach, das heißt, so frontloader waffen als Beispiel. Und du yeah. kannst die Zielen damit. Es geht halt einfach yeah. nicht. Und das macht halt einfach. Das Chaos ist der Spaß dabei. So wie der Half-Life-Mod, oder? Ja, so Und vor allem, ja, ja. Das, das Coole ist halt auch, ähm, du kannst halt wirklich Schiff fahren und es gibt Stürme und du kriegst dich ja. schon an das Schiff. Du kannst dann probierst die anzuschleichen, die checken das und dann schießen sie hinter und dann hast du einen Säbelkampf. Und es ist ja vor allem auch sehr lustig gemacht einfach, weil du kannst die ja in die Kanone reinsetzen und die selber mit der Kanone wegschießen. Ja. Also. Ist sogar von vom Microsoft, von einem Studio von Microsoft. Ja, es ist von ähm, Rare, glaube ich. Ja, von Rare, genau. Ja, die, ja. Haben, die sind eigentlich bekannt für richtig gute Spiele. Die ja. haben so ziemlich früher Nintendo und Nintendo 64-Zeiten ja. haben ähm, das so für die Spiele allem Das, was, das, was, da was wirklich cool ist, also jetzt rein meine subjektive Einschätzung, die haben so das Potenzial, wenn sie das wirklich, die haben so einen Sandkosten jetzt geschaffen hm. in einem Piratenuniversum Also das kennt so, das kennt durchaus. Dimensionen annehmen, Minecraft, World of Warcraft. Ja. Also es hat, ähm, es macht echt Spaß, also das muss man echt sagen. Ähm, und, die Dem und die Beta war sehr eingeschränkt, weil du hast einen Missionstyp machen können, mhm. die Korde war sehr klein. Ähm, ist das dann auch mit aufleveln? Und nein, es, sie, und sie haben kein Levelsystem an ah. sich, sondern du kannst da Gegenstände vielleicht, nein, an, an schönere Waffe oder sowas, oder vielleicht die erste Waffe, was du da ist das Zielfernrohr der Zielpunkt ist ein Sprung drinnen, einfach mhm. im Visier oder in den Zielfernrohr, na, wenn du das bessere kaufst, wird vermutlich der weg sein. Ah, okay. Also äh, nichts mit aufleveln. Das heißt, du sollst wirklich, wenn du, sagen wir jetzt als Level 1 Spieler einsteigst, gleich mit die Top-Spieler spielen können. Also das heißt, es gibt nicht irgendwas, du musst zuerst 30, 300 Stunden investieren, damit du ein Dungeon machen kannst. Hm, ja, das ist, das ist, das ist, ist äh, nachher lustig. Das ist sehr lustig, vor allem, weil halt, es ähm, ist ja auch witzig, du kannst ja dann theoretisch, auch, äh, du musst ja gar keine Missionen machen. Du kannst zum Beispiel auch einfach sagen, ich setze mal zum Ziel, die Schatztruhen von anderen Piratenschiffen zu klauen, die mühevoll, mühevoll den Schatz gesucht haben. Ja, das ist, das ist lustig. Ja. Also das ist äh, ja es ist unterhaltsam. Ich muss mir es auch mal anschauen. Ja. Schaut das unbedingt an, ähm, ist, also ist sehr, sehr cool gemacht. Also macht, ja. Macht richtig Spaß, allein schon auf dem Schiff übers Meer zu duckern, ist richtig mhm. lustig, weil ähm, vor allem wenn du, es gibt ein Einzelspielerschiff, also du kannst allein drauf fahren und dann gibt es Schiffe, wo vier Leute brauchst. Und das Lustig ist, wenn du am Steuer bist, bei so einem Viererschiff, du siehst nicht, wo du hinfahrst, weil die Segel dauernd vor dir sind. Das heißt, die muss jemand sagen, wo du hinfahren musst. Jetzt muss ich mal schauen. Das ist ja Microsoft Studio, gell? Sea of Seas, okay, 6 grad, okay. das Geht nur, wenn man ein Microsoft-Konto hat. Man muss es im Microsoft-Store kaufen. Nein, ich glaube, es gibt äh, gibt's sicher Kaufversion, glaube ich ja. Ja, aber man muss trotzdem... Ja, ja nein, das, das ist ja klar. Ja, Ja, eben. Die ich ich habe... will, gibt Microsoft keine Login-Daten. <laughs> nein, ich, ich sehe es nicht ein äh, bei, bei einem Windows-System. Na, ich habe... Vielleicht wäre in dem Fall sogar schwach. <laughs> ja, na es ist... Da haben wir wirklich gedacht, das ist so ein, Mal ein Spiel, weil mir echt gedacht hat, okay, das hat richtig Potenzial. Also das ist richtig schön, ähm, weil es, halt, es macht halt einfach verdammt viel Spaß. Ja. Also es ist. Ja. Kind mit der Unreal Engine 4, Das heißt, es wird auch hübscher schauen oder es, schaut sch auch hübscher es schaut sehr schön aus. Es ist es ist traumhaft ja. gestaltet. Also das ist, das ist Weltklasse gemacht. Und das ist Cross-Plattform PC ja. und. Genau, das ist das super. Ja. Um, das heißt, du kannst Spielen. Also das macht richtig das Spaß. Ist lässig, ja. Also das haben sie echt schön gemacht. Okay, ich glaube, wir haben es. Jetzt muss ich schimpfen. Wir haben einen Facebook-Follower verloren. Echt? Ich glaube, wir waren auf 25, jetzt sind wir nur noch 24. Ja gut, der ist zu Recht aufgehört. Ja, wahrscheinlich. dann macht der, der Sendung. Der hat gesagt: Boah, hey, bitte. Noch der Mir, folg wieder noch Mir folgt gerade auf, ihr bei dem Video, was ihr auf Facebook gepostet habe, ihr habe es nicht einmal geschafft, das, das Titelbild richtig hinzutragen, weil ich einfach zu faul war. Ja. Wenn man drauf drückt, draht sich nämlich dann um. <laughs> jetzt ja. war warum der nicht gegangen ist. Der hat gesagt, so nicht. So nicht. Also ja. wenn, dann draht das Bild richtig und sonst bin ich weg. Ja. Ähm, wenn... Wenn es Kommentare gibt, wieder Kommentar schreiben. Bis jetzt haben wir, glaube ich, keinen gehabt. der Erste Sendung. Ja, der Manuel, ja, okay. <laughs> ja, Immanuel kannst du nicht zählen, als richtiges Kommentar, weil der kennt uns halt. Ja, ja das, der ist, kennt das ist klar. Ich mein, der hat sogar WhatsApp-Gruppe aufgemacht, Beschwerde-Hotline oder sowas. Ja, zu stimmt. Decht, zu Techtelmechtel. Also ja, natürlich. Äh, gefreut dazu aber trotzdem. Äh Nicht, wir freuen uns, wenn der Manuel nach der nächsten Episode schreit. Ja, ich äh, meine, obwohl das jede Interaktion, Interaktion äh, lost uns Hoffnung schöpfen, dass vielleicht doch andere Menschen den Podcast irgendwann einmal anhören. Gibt es eigentlich reelle Chancen, dass das über, über iTunes jemand irgendwie krieg, Wie krieg, Dass über iTunes uns zufällig jemand findet als Beispiel. Äh, na. <laughs> gibt sonst irgendeine Chance, dass uns einer zufällig findet? Nein. Gut. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, ähm. ich weiß nicht, ob es so irgendwelche Podcast-Seiten gibt, wo wir gelistet sein, wo man das zufällig. Nein, es, sicher bei iTunes auch. Also, im Tech-Bereich Tech sind wir wohl gelistet. Ja, aber, halt aber. hinten irgendwo. <laughs> ja, das ist eine Frage, ja, weil es gibt ja zum Beispiel, ähm, wo ist das bei. Also, bei Bandcamp gibt es ja so, du kannst da zufällig Sachen zeigen lassen oder sowas. Ja. Keine Ahnung. Äh, vielleicht haben wir mal die Ehre, unter die Neuverstellungen gelistet zu werden. Bei, der, bei, der war gut, bei der, IT und... der, der, war, der war richtig gut. Also... Ähm, wobei ich das als Mundort Podcast, Osttiroler Mundort Podcast nicht glaube. Ich glaube, sowieso, unser Zielpublikum ist doch eher überschaubar. Glaubst du, dass wir bei, bei die 40 Leute hängen bleiben? Ich glaube, wir werden bei die 40 Downloads hängen bleiben. Das das ist, aber Das ist das ist noch ein Spaß in der Nische. Ja. Äh. <laughs> wir können aber sagen, wir kennen unser Zielpublikum ziemlich gut. Wir können, ja, eben. Also, das äh, ist sehr interessant ja, für kennen Wir, wir kennen ziemlich genau sagen, was da es heuer. Ja, also wir sind heute gesponsert worden von dänischen Bettenlager und Concord Matratzen. Ja. Äh, <laughs> <laughs> Leider haben Ja, aber danke für die Beratung. Ich, 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 so, ich freue mich immer schon wenn ich einen Chef gut beraten wäre, dann fühle ich mm. mich schon immer, sage ich mal, okay, ich fühle mich nicht komplett verarscht. Also die Beratung ist super, die Qualität der Matratzen ist herausragend. Ähm, ja, da muss man einfach einen Matratzen kaufen. Ich bin voll überzeugt von diesem Produkt. Ja, ich hätte nicht gewusst, wo ich so. Ich wollte eigentlich zuerst bei Amazon kaufen, <laughs> aber dann habe ich nicht recht. Ich, eigentlich habe ich mir gedacht, ich mache so den Klassiker wieder, ich fahre mal ins Geschäft und schaue mal das einmal an und bestelle es dann bei Amazon. Aber da die Aktion auch noch war, ich glaube eine 70, 200 Einmal gedacht, ja okay, passt, das schlag ja, nah ja, nicht. Na. Und Beratung war okay. Also das war, bin gut beraten worden und nachher bin ich immer glücklich. Wie viel Stunden haben wir denn jetzt geschafft? Wir sind zwei Stunden 27. Oh je, wir werden ja immer länger. Ja, ähm, ist in Ordnung. Ähm, dann dann häper lang, noch, länger, ist nicht so tragisch, wenn es zwei Wochen dauert bis zur nächsten Episode. Ach so stimmt. Ja, okay, das, das, hat, das hat Vorteile. Jetzt, Jetzt kann man in sich die zweieinhalb Stunden häppchenweise schön auf 14 Tage aufteilen. Dann schaust jeden Tag ein paar Minuten. Ja, immerhin. Und jeden Tag hat man nachher das Glück, sich von uns berieseln zu lassen. Ja. Oder Unglück. Ich weiß nicht, also wir sollten nochmal die Statistik anschauen, ob die Antidepressiva-Pillen jetzt in die Höhe schnellen in Osttirol in die Apotheken. Ja, müssen wir mal bei der Apotheke nachfragen. Hm, das ja, ist ja. die Aufgabe fürs nächste Mal. Das, das machen wir fürs den nächste Mal. wir mal haben mal. auch wieder nicht machen, weil ich glaube, vom letzten Mal auf heute hätten wir auch eine Aufgabe gehabt. Echt? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich vergesse Hausaufgaben immer, ich bin da ganz schlecht drin. <laughs> ich bin da ähm, ja, ich, ich mache die meistens im Bus aber <laughs> du fährst nicht mehr Bus ich, jetzt jetzt ähm, ich habe die Ausrede nie gehabt, ich habe es im Bus vergessen weil ich bin nie Bus gefahren, natürlich ja. ich in Lenz in die Schule gegangen bin aber ja, ja. Pech gehabt also ich habe einfach Pech gehabt ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht wenn jemand noch weiß, was die Aufgabe vom letzten Mal war einfach in die Kommentare schreiben ja, generell mehr Kommentare und ähm, Empfehlt uns weiter, wobei ich glaube, kennt man eigentlich irgendeinen Anreiz für Empfehlungen? Na, ähm, empfiehlt uns weiter, vielleicht. Äh ja, Wollen wir könnten zum Schluss noch immer eine Sektion einführen, wo wir immer die Leute nach einem extrem dankbar sein und zählen quasi ein Gag aufs, aufs Herz schreiben. Ich glaube, das, das ist wieder zu viel Arbeit. Das machen wir nicht. Stimmt, da empfehlen wir es lieber selber weiter. Ja. Passt dann passt. Ähm, bis in zwei Wochen voraussichtlich ja. wieder. Ich glaube, das, äh, das wird sich ausgehen normalerweise. Und ja, das war's fürs erste. Jetzt haben wir die zweieinhalb Stunden voll. Passt. Schönen, schöne zwei Wochen. Schöne zwei Wochen. Bis Oder zum nächsten Mal. Passt. Ciao. Tschüss.